Badcast Ausgabe 150 und damit ist es nicht nur genau 20 Ausgaben her, dass wir über Matt Reeves' The Batman gesprochen haben, sondern es ist auch genau ein Jahr vergangen, als der Film 2022 offiziell in den deutschen wie auch den weltweiten Kinos gestartet ist. Und das nehmen wir zum Anlass, mit einem Jahr Abstand und dem Film auch jetzt ja, direkt vor Augen, noch einmal zu besprechen, Szene für Szene, wie ihr es von uns ja auch gewohnt seid. Was auch die Klangqualität angeht, die ja seinerzeit etwas bescheiden war und was man jetzt noch besser hören kann, das ist die Meinung vom Gerd, weil der war ja damals gar nicht mit dabei, als wir erstmals uns hier in diesem Kreis in Persona getroffen haben, um den Film zu erleben und anschließend drüber zu sprechen. Also, viele Gründe, um noch einmal in die Welt von The Batman Part 1 einzutauchen, um mit etwas Abstand den Film neu zu bewerten, einzuordnen. Hat er gewonnen? Ist er in der Gunst gestiegen oder hat er nachgelassen? Ist ein Hype verflogen? All das und natürlich viel, viel, viel mehr jetzt in Teil 1 unserer großen The Batman Revisited Besprechung mit Henning. Hallo! Moin zusammen! Rico, sei gegrüßt! Hallo! Marian, du bist der Dritte. Hallo. Und da haben wir den Gerd. Einen wunderschönen guten Abend. Auch dir einen wunderschönen guten Abend und einen wunderschönen guten Abend an all die Hörer da draußen. Gerd, dich frage ich gleich mal als erstes. 356 Tage später. Wie oft hast du jetzt inzwischen der Batman gesehen? Wie hat er dir gefallen? Hat sich deine Meinung jetzt in der Zwischenzeit geändert? Gesehen im Kino habe ich ihn, glaube ich, 6-mal. Wow. Inzwischen 15-mal wahrscheinlich insgesamt mit der Blu-ray zu Hause. Blu-ray. Ich fand den damals schon super. Und ich sage, der Film hat von Mal zu Mal gewinnt der halt immer wieder beim Gucken. Je öfter ich ihn sehe, umso mehr gewinnt der bei mir. 15-mal zu Hause? Also erstens A, DVD, glaube ich. Insgesamt, ne? Also mit den Kinobesuchen habe ich den Film 15-mal gesehen. Krass. Okay. Henning, wie sieht's bei dir aus? Ein Jahr später? 2-mal im Kino. Aha. Als wir damals waren. 3-mal, stimmt, wir waren ja 2-mal drin. Stimmt, du hast recht, dann ja. 3-mal. Ich war danach noch einmal habe ich noch gesehen im Kino. Das war dann, glaube ich, eine Woche später. Mhm. Das heißt, genau, wir waren 2-mal, dann dreimal innerhalb von einer Woche. Mhm. Und dann habe ich danach nur noch das Bonusmaterial, was erschienen ist, angeguckt. Ja. Den Film habe ich seitdem tatsächlich nicht nochmal komplett geguckt. Okay. Jetzt auch nicht für die Vorbereitung? Nee, das habe ich absichtlich nicht gemacht. Ah, also du guckst nochmal mit uns. Genau, weil wir ja zusammen gucken. Dann habe ich gesagt, ich gucke ihn mir jetzt nicht nochmal an, weil, ja. Für Gerd, sehr gut. Ja. Hast du denn so ein Gefühl entwickelt, jetzt so in diesem einem Jahr, dass er dir, als wir ihn damals geguckt haben, noch auf eine andere Art gefallen hat und so hast ihn jetzt irgendwie anders verankert, verortet im Kopf, bewertest ihn anders jetzt auch nochmal mit Abstand? Oder ist noch alles so auf dem gleichen Niveau? Mal gucken, wie er im Ganzen nochmal funktioniert. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass durch die Making-ofs auf jeden Fall meine Lust nochmal gesteigert worden ist, mir den Film nochmal ganz anzuschauen. Und ich glaube, was die ganze Bildästhetik betrifft, ist es nach wie vor so, da reichten schon die Schnipsel in den Making-ofs, um zu sagen, okay, das ist auf jeden Fall immer noch überragend. Aha. Also ich hatte auf jeden Fall sofort Bock, mir auf jeden Fall nochmal die Intro-Sequenz anzugucken. Mhm. Genau. Und bin jetzt mal gespannt, wie das jetzt wirkt, wenn wir das gleich zusammen dann hier starten. Okay, ja, gleiche Frage geht auch an dich, Rico. Wie sieht es da inzwischen aus? Oh, ich habe den mit euch ja 2-mal gesehen, dann einmal noch mit meiner Mutter und meiner Freundin. Und dann nochmal im Flugzeug nach Istanbul habe ich ihn angefangen zu gucken. Okay. Aber ich bin eingeschlafen. Oh, hätte es mich jetzt aber interessiert, ob er geschnitten war oder so. Das weiß ich nicht, aber das wäre mir wahrscheinlich auch nicht aufgefallen. Aber bei 3 Stunden. Aber, für den kleinen Screen war der auf jeden Fall nichts. Das war auf diese Handygröße oder iPad-Größe, was man da so im Flugzeug hat. Lieber in der IMAX-Größe, in der wir es gesehen haben, in der dritten unten. Reihe. Ja. Die Plätze. Ja, und deine Freundin, was hat die gesagt, als sie ihn gesehen hat? Hat er ihr gefallen? Oder war so gar nichts? Och, die fand den gut. Die hatte halt davor noch keinen Batman-Film gesehen. Und auch generell, ich habe mit ihr davor die ganzen Marvel-Filme erstmal aufgeholt. Und
die wusste dann auch manche Sachen gar nicht und das hat dann tatsächlich Batman Begins sehr geholfen. Mhm. Aha, okay. Okay. Also da, meinst, das ist halt. Das also Batman ist kein Einsteigerfilm. Finde ich nicht. Ist, also wenn du nie was geguckt hast und das war halt in jedem Fall so, dann ist es schon erstmal so, dann musst du, sind viele Sachen gesetzt, was ja auch irgendwie ganz gut ist, weil man muss ja nicht nochmal alles von vorne sehen. Man hat ja genug Filme, wo man hingehen kann und es nochmal von vorne sehen kann. Aber ja, trotzdem auch mutig irgendwie. Also ich bin da immer so zwischendrin, muss ich ehrlich zugeben, ob ich es gut finde oder nicht, dass es so gemacht wurde. Genau, darauf wollte ich jetzt gerade zu sprechen kommen, so jetzt mal ein Jahr zurück und dann auch jetzt, hat sich da was geändert oder was verfestigt? Oh, ich weiß ich gar nicht. Ich glaube, das wird jetzt eher, wenn wir den gucken, wird sich das wieder zeigen, weil ich da ähnlich wie Henning, ich den schon auch gut in Erinnerung hatte, aber irgendwie, ja, schauen wir mal. So, Marian, ich glaube, du bist ja auch einer, der schon seit wir damals den Film auch geguckt haben, großer Verfechter und Liebhaber des Films. Ist das immer noch so? Ja, klar. Also ich habe den jetzt gesehen mit euch zweimal im Kino, dann mit meiner Frau. Dann habe ich mir nochmal angeguckt, weil mein bester Freund gesagt hat, er gefällt ihm nicht. Ja, habe ich gar nicht gesagt. Oh. Hat Marian noch nicht gesagt. Dann, okay. Und bei deinem Text. Shots fired. Ja, dann habe ich den zu Halloween nochmal geguckt, weil ich irgendwie dachte, ich habe keinen Film zu Halloween. Der dazu passt. Und jetzt halt nochmal in der Vorbereitung, genau. Das sind sechsmal insgesamt. Ja, okay. Genau, und mir geht's ähnlich wie Gerd. Ich liebe den von Mal zu Mal mehr. Mhm. Und ich kriege auch jedes Mal, wenn ich den Soundtrack höre oder wenn ich mir irgendwie Featurettes dazu angeguckt habe oder so, kriege ich wieder Lust, mir den anzugucken. Oder ein Nirvana-Album. Ja, das ist tatsächlich. Also gerade das eine Lied ist schon echt mit dem Film jetzt irgendwie geht es Hand in Hand, ne? Ja, das ist so, ja, tatsächlich. Bernd, wie oft hast du den jetzt geguckt insgesamt? Zweimal mit uns? Danach zweimal. Hast du auch nicht nochmal geschaut? Nicht nochmal geschaut, ne? Jetzt hier in der Vorbereitung habe ich, zumindest gehe ich mal davon aus, dass wir eventuell heute die erste Stunde schaffen, habe ich heute noch, also gestern noch in die erste Stunde auch, die habe ich mir noch mal gegeben. Und ich muss auch sagen, das ist dann so auch so ein bisschen meine Ambivalenz, was diesen Film angeht. Damals in der Bewertung weiß ich schon gar nicht mehr, wie ich ihn eingeordnet habe, aber ich habe ja schon immer mal so ein bisschen durchblicken lassen, dass ich so meine Probleme mit dem Film habe. Und ich möchte nicht sagen, dass ich Hemmungen aufgebaut habe, mir den Film jetzt auch nochmal angucken zu wollen, sondern eine bestimmte Aversion, also in der ich dann den Film als sehr langatmig in Erinnerung habe, was mich daran hindert, den Film einzuwerfen, wenn ich weiß, das geht jetzt 3 Stunden lang so. Dazu habe ich dann auch immer bestimmte Bilder vor Augen, die mir etwas zu düster erscheinen und nicht so wirklich wahrnehmbar. Der Stil ist nicht so ganz meins, während ich andere Sachen an dem Film liebe. Es sind so bestimmte Darstellungen, es sind bestimmte Inszenierungen, aber es ist letztendlich so, es ist der Film, den ich am wenigsten gesehen habe von den Batman-Filmen tatsächlich auch. Was nicht nur an der mangelnden Zeit meinerseits liegt, sondern tatsächlich, dass ich wenig Lust verspüre, den Film öfters zu sehen. Aber umso mehr freue ich mich drauf, mit euch den Film zusammen nochmal zu sehen, um mir dann genau das jetzt im direkten Kontakt da mal abzuholen, was euch an den Film so reizt und vor allem, wie Marian dann schon auch gesagt hat, dass er dann immer mehr gewinnt. So, und dafür haben wir jetzt mal was ganz Neues für uns an den Start gebracht, und zwar wir versuchen hier eine Watchparty an den Start zu bringen. Jeder von uns war der Film 5 Euro wert, ihn bei Amazon Prime zu kaufen, und die haben diese tolle Funktion, dass man zusammen diesen Film gucken kann. Mal gucken, ob wir hier diese Watchparty auch... Ohne Corona hätte es doch nie gegeben, dieses Feature, oder? Und ohne Corona hätte es auch The Batman so nicht gegeben. Seht ihr was? Läuft was? Ja. Okay, also Gerd, bist du mit dabei? Bist du mit am Start? Du bist doch mitten im Film jetzt gerade gewesen. Ja, ich bin dabei, Moment. Ach, hier ist das Nächste, sorry. Ich habe gerade das Ende vom Film gesehen. Oh, nicht Spoiler. Oh, wie eine geile After-Credit-Szene. Ja, voll. Die hat den Film gerettet für mich, ey. Also ich habe jetzt das DC-Logo, ist das richtig? So mache ich das nicht mit. Hä, wieso denn DC? Also Moment mal. Ich habe hier mal pausiert. Ja. An dieser Stelle. Genau, ist ja einer der wenigen Filme aus dem DC-Bereich, die ohne diesen Intro arbeiten, ne? Also
Batman und Superman. Einer von zwei, oder? Ja, ist ja. Der Joker hat es auch nicht, oder? Nee. Und ich glaube, es war auf persönlichen Wunsch von Matt Reeves, dass er gesagt hat, er wird gerne andere Logos verwenden wollen. Er hat, glaube ich, auch hier eine sehr reduzierte Form vom Warner Bros. Logo benutzt. Ja, und dann eben auch auf dieses DC-Logo verzichtet, als ob er es schon gewusst hätte, dass er sich hier so in einem Elseworld-Bereich irgendwann mal befinden würde. Was ich recht geil finde, ist dieses fette The Batman gleich auf dem Screen. Das kam im Kino schon ganz geil, kommt auch hier auf dem Bildschirm gut. Ist das, Gerd, ist das so eine Stilistik für eine bestimmte Zeit? Es wird ja viel immer auf die 70er Jahre irgendwie sich bezogen in vielerlei Hinsicht, was Optik und Stilistik angeht. Ist das auch etwas, was ja, typisch für ein Genre ist? Oder würdest du jetzt eher sagen, nö, das ist jetzt einfach mal nur eine große Title Card? Nein, es ist also tatsächlich ein bisschen auf die 70er, auf die New Hollywood-Ära, wo oft Titel einfach nur so einfach eingeblendet worden sind, in manchmal auch in ganz einfachen Schriftarten, also nichts großartig Spielereien oder sonst. Das ist ja hier auch, die Schriftart ist ja nun wirklich mehr als simpel und einprägsam und halt sehr groß. Das ist alles. Also das ist typisch 70er halt. Da wurde das sehr oft gemacht. Das ist die Kompakter. Die Compacta ist schon seit, glaube ich, den 80er Jahren die Hausschrift des Batman-Logos, auch der Tim Burton Batman basiert typografisch auf dieser Typografie. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter rein, lassen wir weiterlaufen. Und der Film startet jetzt auch musikalisch dann auch mit Schuberts Ave Maria, was bei mir ganz schlimme Assoziationen aufmacht mit einer Pumuckl-Folge. Und ich muss leider sagen, die Penetranz dieses Songs innerhalb des Films führt mit zu meiner Aversion ein bisschen. Mhm. Ja. Was bei euch auch so, dass ihr gedacht habt, was habt ihr gedacht, als ihr diese erste Szene gesehen habt? Die Ermordung der Waynes? Und dass ja, es Batman ist. Noch davor, ja, dass es Batman ist irgendwie. Ja. Ich dachte, es ist wieder so ein Trick, dass man quasi nicht die Waynes quasi selber sieht, aber dass es dann so ein wieder so ein Gleichnis wird quasi. Das ist also, vor allen Dingen zeigt sich hier an, was auch tatsächlich den Film dann komplett durchzieht. Du nimmst immer wieder die Perspektive der Personen ein. Also das ist jetzt nicht, hier denkt man guckt aus der Sicht von Batman. Das habe ich damals auch gedacht im Kino, aber generell passiert das andauernd in dem Film. Du nimmst immer die Perspektiven von bestimmten Leuten aus. Du siehst das immer aus ihrer Sicht heraus, bestimmte Sachen. Sowohl von Batman, als auch von den späteren Figuren wie Riddler und so weiter. Ja, was halt hier schon spannend ist, dass der Film ja schon so einsetzt, dass er uns im Prinzip ne, die Parallelen zwischen dem Riddler und Batman schon zeigen, bevor das im Film überhaupt Thema ist. Ne? Allein durch den Einstieg und die Bildsprache, die hier verwendet wird. Ne? Also. Das, was Gerd gesagt hat, das mit der Perspektive, das würde ich gerne auch mal so als Framing quasi setzen, weil es die ganze Zeit darum geht. Matt Reeves hat auch irgendwo gesagt, dass das, dass es ein typisches Crime-Noir-Stilmittel ist, wohl so nah an der Figur dran zu bleiben. Und das ist ja auch hier, wo wir eigentlich, wenn wir Batman sehen, tatsächlich die ganze Zeit, sehr auffällig tatsächlich, ja. Da kann man noch zu sagen, das kann man auch, wenn man zum Beispiel sich mit klassischen Film-Noir auskennt, der Malteser Falke mit Humphrey Bogart in der Hauptrolle, der arbeitet exakt mit den gleichen Stilmitteln, auch mit diesem Point of View, dass man es aus seiner Sicht sieht, aber auch aus der Sicht des Bösewichts, aus der Sicht seiner Klientin und so weiter. Das wechselt immer wieder. Das ist ein ganz bewusst eingesetztes Stilmittel, um halt diese Parallelen aufzuzeigen. Auch die Ähnlichkeiten, die zwischen den Figuren bestehen. Ja, finde ich großartig. Ja. Also um nochmal kurz zu beschreiben, was wir auch gerade sehen. Also wir steigen ja ein mit einem schwenkenden Blick auf das Stadthaus des, wie wir erst später erfahren werden, von Bürgermeister Mitchell, dessen Sohn sich gerade für Halloween verkleidet hat und ihn dann auch so spielerisch ersticht als, was ist er denn, ein Ninja, ein rot gekleideter Ninja. Genau, und die Mutter holt den Kleinen ab und sie verabschieden sich noch. Ich glaube, er kam gerade zurück, ne, und hat sich jetzt den Mantel auch dann, oder zieht sich jetzt dann auch noch den Mantel aus. Mhm. Und um dann jetzt anschließend dann auch die Nachrichten zu verfolgen. Genau. Der Junge wird ihn ja dann auch später tot am Boden finden, so wie er ihn ja jetzt hier gerade ja auch niedergestochen hat. Mhm. Aber es gibt ja nochmal eine Umarmung, sehe ich gerade. Genau.
Matt Reeves hat im Audiokommentar gesagt, dass, obwohl ich ja auch hier am Anfang die ganze Zeit dachte, das ist Batman, der die beobachtet oder so, dass es für ihn wichtig war, dass da quasi so eine Art Voyeurismus-Gedanke quasi mit reinkommt, um das richtig eklig zu machen, quasi für den Zuschauer. Das hat er bei mir nicht erreicht, weil ich dachte, das ist Batman tatsächlich. Und hat auch gemeint, er wollte das quasi mit Ave Maria eben unterlegen, damit es dieses Riddler-Thema quasi gibt, und, weil es vorher schon ein Musikthema ja, eigentlich gab. Ne? Voll. Und wenn du da, wenn bei der Szene, was das tatsächlich total unterstreicht, auditiv, ist nochmal dieses super tiefe Atmen die ganze Zeit. Also ich glaube, wenn das Batman wäre, würdest du das so nicht inszenieren. Ne? Also weil das klingt tatsächlich so ein bisschen, ich sag mal, das klingt so ein bisschen lüstern schon. Ne? Ja. Also dieses Atmen ist irgendwie unangenehm. Also ja, daran merkt man, dass etwas nicht stimmt. Also wenn du am Anfang noch dachtest, im ersten Moment noch denkt, das ist vielleicht Batman, wenn dieses Atmen, das setzt ja ein bisschen später ein und wird ja ein bisschen lauter die Zeit. Ja, da merkst du dann, dass irgendwas nicht stimmt. Und was ich hier auch noch sagen will, das ist die Kameraführung. Hier sieht man zum Beispiel, warum Craig Frazier letztes Jahr einen Oscar gewonnen hat, zwar für Dune, weil er wirklich ein absolut hervorragender Kameramann ist. Der macht tatsächlich visuelles Storytelling. Das heißt, er geht ja mit der Kamera zum Schluss hoch, wo du dann das Dachgeschoss siehst, den Einstieg und dann der Umschnitt folgt dann von oben. Das heißt, er nimmt dich mit, du fragst dich nie, wie eine Figur irgendwo hinkommt, sondern du kriegst es immer irgendwie gezeigt, wie da hinkommen. Das ist ganz klassische, hervorragende Kameraarbeit. Ja, sehr gut. Was mir an der Kamera beziehungsweise an dem, wie die Optik des Films ist, nicht gefällt, ist, dass sie haben da eine ganz tolle Technik, mit diesen kaputten Linsen zu arbeiten. Ne? Die haben sie aus den 70er Jahren, haben sie sehr alte Linsen besorgt, um diesen verschobenen Look dahin zu bekommen. Mir persönlich gefällt er nicht, weil er sich durch den gesamten Film zieht und es gibt nie irgendwie mal einen klaren Shot. Es ist immer alles irgendwie in der Unschärfe, sei es an den Rändern. Da tut's, ja, da tue ich mich schwer, das auf Dauer so anzugucken. Sie haben gesagt, sie wollten damit auch so ein bisschen den Look der 70er Jahre auch wieder mit einfangen, was ein bisschen problematisch zumindest bei mir ist, weil ich mit dem Look der 70er Jahre Filme tatsächlich nicht viel anfangen kann. Ich hätte gerne einen etwas klareren Film gehabt in seiner Bildsprache. Aber gut, dafür hat man sich halt eben entschieden. Aber das hatte der ein oder andere, glaube ich, im Nachgang auch mal so angemerkt, ob die Projektion falsch eingestellt war im Kino und dass der Film unscharf wirken würde. Und in Kombination eben mit dem sehr düsteren Setting, also es ist ja nicht nur düster im Sinne von, ja, dass es bedrohlich ist, sondern es ist ja auch noch wirklich dunkel. Es ist richtig dunkel, und, genau. Ja. Ja. Und dann auch noch mit den Bildoptiken zu spielen und es verschwommen wirken zu lassen, muss ich sagen, das ja, weich, ne? Also das ist ja auch von Frazier ja auch ein Stilmittel, das war bei Dune ja auch schon extrem. Da haben sie ja, glaube ich, den digital gedrehten Film nochmal analog auskopiert und das Ganze, also da, die haben ja zig Techniken noch angewendet, bei Dune auch schon, das Bild halt im Endeffekt deutlich softer hinzukriegen. Also das ist ja hier auf jeden Fall so, ne? Das auch, ist hier auch gemacht worden. Exakt. Ich sage, dass trotzdem gibt es diesem Film im buchstäblichen Sinne einen dark and gritty Look, der den auf jeden Fall auch zeitlos sein lassen wird. Das muss man halt dazu sagen, ne? Also optisch ist er auf jeden Fall zeitlos. Finde ich auch. Und wie gesagt, der ist digital gedreht, aber er sieht nicht aus, als ob er digital gedreht wurde ist. Und das ist das, was ich daran, eben weil sie wirklich echte alte Linsen besorgt haben, also sich wirklich damit, also Craig Frazier ist in der Beziehung, glaube ich, ja, ich würde mal sagen, fast manisch vorgegangen, was er sich da alles besorgt hat. Das ist halt bei Dune eingesetzt worden und hier halt auch wieder. Und auch dieses, und das hat diesen Film auch, eine der Fragen ist ja immer, warum ist der Film so teuer geworden? Mit einer dieser Gründe ist, dass dieser Film komplett vor der Post-Production analog ausgespielt wurde und dann wieder zurückgescannt wurde und dann wurde eine Post-Production mit gemacht, was irre aufwendig ist heute, wo man eigentlich sagt, das macht man eigentlich in der Form gar nicht mehr. Ja. Aber da ist es gemacht worden. Und sie sind sogar so weit gegangen, bei den Logos, die wir am Anfang gesehen haben, dass da so vereinzelt, nicht Brandlöcher, ich weiß nicht, also so Bildpunkte zu sehen sind, wie man zwar von alten Filmen kennt, und das Bild leicht springt. Also das Bild steht nicht still, sondern wie man es vom Film gewohnt war, dass es so ein bisschen verschoben ist. Also man wollte da ganz zielgerichtet diesen Look anvisieren. So, jetzt gucken wir mal weiter. Wir sind hier bei Bürgermeister Mitchell, der in den Nachrichten sich sieht mit einer Konkurrentin für die nächsten Wahlen,
für mit Bella Real. Und sie sprechen hier über auch eins der Wayne-Vermächtnisse. Und zwar, das ist das Wiederaufbauprogramm. Wie nennt sich das? Erneuerung. Erneuerung, also ja. Renewal. Ja. Und Gotham würde sich seit 20 Jahren immer wieder würde sich in diesem Prozess befinden, in diesem Erneuerungsprozess. Es wäre gescheitert. Wie findet ihr die Namensgebung von neu erfundenen Figuren in dem Film? Was ist bei Bella Real? Bella Real ist die reelle Chance für Gotham. Savage ist der alte Commissioner. Ja, der Wilde. Für Marketingabteilung. Bitte, der Wilde. Das ist gut. Für eine Werbekampagne kann man den Namen gut gebrauchen. So, hier der Riddler. Er erscheint jetzt hier im Hintergrund. Das ist mega. Ja. Das finde ich großartig, wie der dort steht. Also ich bin auch, glaube ich, so ein bisschen erschrocken. Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt so ein Horrorschreckmoment ist, aber man erwartet es nicht. Ich habe es erwartet. Ist ja aber, also ja. Das ist ja trotzdem ein Horrormoment. Also ja. Guck dir das mal an, wie ja. Und da ja, ist ja. Natürlich jetzt die Ausleuchtung halt auch mega, ne? Ja, genau. Richtig. Also du hast zum Teil, wenn du ein korrekt eingestelltes Display hast, dann siehst du im ersten Shot nämlich tatsächlich nur die Augen und leichte Umrisse vom Oberkörper. Das ist sensationell. Ja. Das ist im Grading, das habe ich gesehen, weil mich das interessiert hat, wie sie das gemacht haben. Weil er wird ja tatsächlich den TV, das ist übrigens ein echter TV, wo eine Aufnahme gezeigt worden ist, die ihn dann anleuchtet. Also ja, genau. Das hat man darauf bestanden. Und man ist bei ihm hingegangen und hat den ganz leicht im Gamma runtergezogen, also ein bisschen in die Schwärze reingezogen, dass du ihn wirklich im ersten Moment nicht sehen kannst. Das ist also, wie Henning schon sagt, du siehst ein bisschen nur ganz leicht die Augen, wenn du ganz genau hinguckst. Ja, ne? Das hat man extra gemacht. Das macht der Film übrigens auch öfters in der Beleuchtung, dass er so ganz Kleinigkeiten ein bisschen runterzieht. Und das ist großartig beim Riddler. Und das ist, finde ich, auch ein Horrorfilm-Moment. Also das hat was richtig Fieses an sich. Weil so den Moment, wenn du ihn zum ersten Mal richtig siehst und der da so starr da steht, also wirklich so unbeweglich. Jetzt sehen wir ja, wie der Riddler sich auf Mitchell stürzt und auf ihn einschlägt, ihn ermordet auf eine recht brutale Art und Weise. Da frage ich mich, und ihr habt ja auch eine ausführliche Riddler-Folge gemacht innerhalb des Badcasts. Welchem Riddler-Typus aus den Comics entspricht denn dieser Riddler? Gab es das schon mal in der Form, dass er, ja, also auch eine, ich sage jetzt mal, eine physikalische, eine körperliche Bedrohung für jemanden ist, indem er mordet? In der Regel nicht. Oder es wurde nicht besonders hervorgestellt. Es gab Mitte, Ende der 80er Jahre war das, glaube ich, jetzt schieß mich tot, das war in einer dieser Nebenserien, das war jetzt Legends of the Dark Knight oder irgendwie sowas. Da gab's eine Reihe, da ist der ziemlich brutal gewesen und geworden. Das ist dann auch zusammengefasst worden. Das haben wir auch in der Riddler-Folge. Ich komme jetzt tatsächlich nicht auf den Titel. Das ist dann so mit Dämonen und so, und dann gibt es auch noch irgendwas mit The Question später, da entführt er Leute in einem Bus und versucht die alle einen nach dem anderen umzubringen, aber man ist sehr schnell wieder zurückgekehrt zu diesem weniger mordenden Riddler, sondern da waren das eher immer so, wie soll ich denn das, wie heißt das, Kollateralschäden. Wenn da Leute gestorben sind. Man hat es immer mal wieder versucht. Man hat ja auch vor den New 52 war der auch ziemlich brutal, war so runtergekommen tatsächlich. Aber hier, so generell ist das nicht sein Schema. Aber Menschen so Sorgkiller-mäßig auch als Geisel zu nehmen und sie zu benutzen für seine Rätsel und sowas, ist das typisch? Eigentlich auch eher nicht, ne? Also nicht in, also wir haben es zumindest nicht oft in der Form gesehen. Also nicht, dass es jetzt dieses, wir wissen ja hier, ich meine, hier in dem Augenblick wissen wir ja noch gar nicht, wo es herkommt. Wir kennen die Motivation nicht, wir kennen das Motiv nicht. Aber dieses, dass das hier so ein 7-Flair, so ein, was hast du gesagt, Zodiac-Killer-Flair hat, auf die Art und Weise eigentlich eher nicht. Also da wäre ich bei Marian, das gehört jetzt nicht zum klassischen Modus Operandi des Riddlers, ne? Also hier auch so dieses heimtückisch jetzt hinten da im Haus lauern, jetzt ne, von hinten den überfallen, auf den einschlagen. Also das sind alles so Dinge, die gehören eigentlich eher nicht zum klassischen Portfolio der Figur. Und zur Not hätte er es an irgendwelche Goons abgegeben. Ja, also weil er jetzt auch nicht der Typ ist, der sich quasi die Hände schmutzig machen würde, würde ich jetzt mal sagen.
Ich halte hier nochmal ganz kurz an, weil ich finde es trotzdem hier wichtig, nochmal kurz drauf zu gehen, wie der das macht. Also der löst sich ja dann quasi dort aus dieser Starre, der steht bei dem in der Wohnung und löst sich dann mit so einem Schrei. Mhm. Der das, muss sich überwinden, ja. Ne? Der ja, muss sich, der muss exakt. Sich über, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass er tötet und diese Brutalität, die dabei entsteht, die kommt auch dadurch, weil er sich quasi regelrecht dazu zwingt, das jetzt zu machen in dem Moment. Ne? Das ist mir auch aufgefallen. Und dennoch, also es ist ja, es ist eruptiv, aber dennoch ist es hier ganz klar emotional auch. Ne? Ja, also das ist ja, ja voll. Also wie er dann auf ihn einschlägt, ist super emotional. Ja. Und der muss es auch, und das finde ich hier so großartig, der muss es auch, weil er schwach ist. Also ist eigentlich ein schwächlicher Mensch. Der muss sich erstens überwinden, einen fremden Menschen zu töten. Und zweitens muss er auf den einprügeln. Und wenn man so die Sachen von Matt Reeves liest und hört, dann ist für mich so in der Ausgestaltung eigentlich der Riddler die groundedste Figur hier in diesem ganzen Ding. Also der wollte ja auch, dass er die Klamotten anhat, die man sich überall im Laden kaufen kann und so. Mhm. Und das finde ich, hier hatte ich zuerst so diesen, oder finde ich eigentlich das Deutlichste, diesen Grounded-Ansatz beim Riddler quasi. Also wie würde es denn ein schwächerer Mensch machen, ne? Und dann plötzlich, als es sich dreht, als er merkt, der andere Typ ist tot, ne? Dann geht es so um Macht. Und da sind wir wieder beim typischen Riddler dann tatsächlich. Aber allerdings auf einer anderen Basis. Mhm. Es hat eine gewisse Primitivität an sich. Also irgendwie auch, ne? So finde ich, so wie es stattfindet mit diesem ganzen ja, das kann man schon fast sagen, wie Matt Reeves sagt, es ist halt grounded. Also das Töten, was gezeigt wird, das ist richtig fies. Also das ist, da geht es nicht um Stilistik oder sonst was, sondern das ist wirklich fies und brutal. Brutal? Und ich finde die Szene auch, also wirklich, ich habe mich echt gewundert über die Freigabe von dem Film, weil ich finde, obwohl man da jetzt nicht allzu viel Blut sieht, die kommt furchtbar brutal rüber, wenn man sie zum ersten Mal sieht. Man sieht davon aber auch gar nicht viel. Also das wollte ich nämlich gerade eben sagen, man hat ja jetzt hier diesen Teppich, Schaber im Vordergrund gesehen, während im Hintergrund eigentlich die Gewalt stattfindet. Also man zeigt es natürlich nicht konkret, aber es kommt sehr hart rüber, was natürlich auch so ein bisschen an dem Look and Feel des Films liegt. Und hier, ich dachte erst, der macht jetzt seine Hose auf, muss ich ganz ehrlich sagen, dass der Riddler so eine sehr lüstern jetzt an diese Szene rangeht und ne, hier letztendlich macht er hier dieses Band auf, aber ich dachte erst tatsächlich, okay, der ne, findet das jetzt extrem geil, was er hier gerade macht. Muss er nicht, weil er geht ja trotzdem lüstern ran. Ja. Halt auf eine andere Art und Weise. Also, ne, der zieht ja hier aus diesem Machtding, er ist jetzt oben auf, ne, zieht er ja ganz viel. Das kriegt man ja quasi erst später. Wenn man sich beim zweiten, dritten Mal anguckt, weiß man ja, wo der herkommt, quasi so von seinem Mindset her. Ich glaube aber, man hat sogar bewusst so die Kameraeinstellung gewählt, damit man unter Umständen solche Gedanken da ein bisschen reinbekommt. Das ist schon mit Absicht gemacht worden, glaube ich. Das ist so auch so von dieser von unten nach oben Perspektive gefilmt hat. Jetzt lernen wir Gotham City kennen mit den einführenden Worten von, ich sage jetzt mal, Bruce Wayne, der uns jetzt auch sagt, wann diese ganzen Ereignisse stattfinden. Und zwar am Feiertag des 31. Oktober, zumindest in Amerika bekannt als Halloween. Und die ersten Visuals, die wir hier sehen, das betrifft alles das Bat-Signal, oder? Also, dass wir sehen hier sowas aufflackern ganz am Ende, am Anfang was Grünes, dann Lichtdioden, die angehen und dann eben der Regen, der auf das sich erhitzende Glas prasselt und sehen ein großartiges Gotham City. Also ich muss sagen, man hat es ja vorher schon gewusst, ne? Er versucht eine Kombination mit verschiedenen bekannten Metropolen, die zu mischen, damit man denkt, man kennt die Stadt oder dass sie einem bekannt vorkommt. Und wenn ich mir das jetzt hier so anschaue, dass das so eine Mischung ist aus Piccadilly Circus und Times Square und dann doch was ganz Eigenes mit dabei hat Trafalgar Square, glaube ich, sogar auch noch. Also muss ich sagen, der Shot auf Gotham City selber, der hat mich echt überzeugt. Mal ganz kurz, weil wir hier ein Standbild haben, guck mal, was steht denn da mit Stop? Da ist eine Werbefläche und da ist so ein Zwiebelkopf. Ach, diese Drops. Stop, ne? Drops. Ist, Drops. Ja, Stop, das ist Drops, diese Droge, die man dafür das erfunden hat. Weil sehen wir nicht diesen Kopf, nämlich auch gleich in dem Geschäft. Ja, genau. Okay.
Sonst an den Werbeflächen wird für Alkohol geworben und Nachrichten übertragen. Puma, ja, tatsächlich, genau. Weiß gar nicht, gab es eine Zusammenarbeit mit, ach, es gab eine Zusammenarbeit mit Puma und The Batman, ne? Es gab Artikel, glaube ich, die rauskamen. Ja. Mhm. Genau, lassen wir mal weiterlaufen. Ich hätte gern von diesen Kostümen mehr gesehen. Also um nochmal Halloween ein bisschen mehr zu etablieren. Das geht mir aber so ein bisschen das, unter. Ganz ehrlich, der Einstieg, großartig. Das ist hier brutal. Das ist wirklich super. Großartig. Ich weiß ja auch noch, die erste Sichtung, die wir hatten im IMAX, mhm. weiß bei der Szene noch, gleich wenn er sagt Nocturnal Animal, wo ich zu Marian rüber geguckt habe und gesagt habe, Frank Miller. Ja. Und zwar pur. Ja. Und das ist halt wirklich krass. Ne? Und den Vibe, den die Szene hier erzeugt, mhm. ist wahnsinnig gut. Ja, die ist also mega. Ja. Inklusive Musik. Total. Und auch das Voice-Over, das ist ja auch so ja. Frank Miller, das ist halt einfach Wahnsinn. Das ist auch irgendwie so Batman. So, ne? Diese Monologe, das ist wirklich geil. Ja. Ja, genau, auch was der so sagt, ne? Also das Element, voll. Also auch so eine Verachtung für Verbrecher, das wird ja dann auch nochmal wichtig, so bei total. Selina und bei allen anderen so. Total. Das ist richtig gut geschrieben, auch weil sich's ja so durchzieht eben. Also hier geht's schon los. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie wir die ersten Justice League von Joss Whedon geguckt haben mit die Welt, die am Abgrund steht, mit der Obstkiste, wo wir uns kaputt gelacht haben. Und hier siehst du, wie man mit ganz wenigen Einstellungen, mit diesem Voice-Over, der Musik und der Kameraarbeit eine kaputte Stadt zeigt, ohne da viel Drama drum zu machen. Das ist so gut eingefangen. Das Erste, was ich nach dem Kinobesuch gemacht habe, war zu gucken, ob das ein Originalzitat aus Year One ist, weil ich davon fest überzeugt war, dass dieser Dialog oder der Monolog mit dem Nocturnal Animal, dass das 1:1 aus Year One ist. Ist es nicht, aber das zeigt sehr schon, nah dran, wie gut es gemacht ist. Es ist sehr nah dran, finde ich. Ich habe das auch gemacht. Ich habe auch am ersten Kinobesuch mein Year One rausgeholt und hin zur Stelle geblättert, wo er mit der Mütze durch Gotham geht und die da kommt es ja auch her, ne? Dieses Drifter-Ding aus Year One, da kommt es ja auch her. Ja. Das ist ja 1:1 entlehnt, und aber der Dialog und die ganze Atmosphäre trifft es auch genau. Also es ist so, als hättest du quasi die ersten Seiten von Year One, wo der Drifter zu sehen ist, filmisch umgesetzt. Ja. Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ich es im Zusammenhang richtig verstanden habe, weil ich habe den Audiokommentar nur gehört und habe ihn nicht zum Film gesehen. Mhm. Aber der entnimmt ja so das mit diesem, das ist ja das Tagebuch, was er dann später schreibt. Das sehen wir dann ja quasi. Genau. Das ist, was wir hier als Voice-Over hören. Und da sagt er ja, das eine ist, er hat es irgendwie gemacht für Jekyll, aus Jekyll und Hyde, der hat wohl auch ein Tagebuch geschrieben oder über seine Experimente. Und dann hat er aber von einem jungen Cop, der quasi ein Tagebuch geschrieben hat, der als Einsteiger, also ein junger Polizist war, der hat Tagebuch geschrieben. Und ich bin mir eben nicht mehr sicher, ob ich das falsch verbinde, aber ich glaube, dieses Nocturnal Animal kommt so ein Stück weit auch von diesem Polizisten, der dann irgendwie merkt, okay, ich bin gar nicht mehr zu Hause und mich zieht diese Arbeit quasi so rein. Also die beeindruckt mich auf eine bestimmte Art und Weise. Fast richtig, kommt von beiden. Du hast ja schon gesagt, das ist tatsächlich Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Die Novelle ist in dieser Ich-Form, in dieser Tagebuchform geschrieben. Der sagt das über seine Alter Ego und dieser Polizist sagt das auch. Und deswegen hat er das auch wieder miteinander kombiniert. Ja. Also es ist ganz bewusst gewählt wieder. Was hier gerade eben auch etabliert wird, wir kriegen so einen Blick in eine S-Bahn und darin befindet sich eine Gang, die mit weiß bemalten Gesicht und so, Joker-mäßig bemalt, weiß ich nicht, also auch Totenkopf-mäßig bemalt, was ist das für eine Bemalung? Die haben doch einen Namen. Ja, das ist eine Frage, haben die einen Namen? Ja, die haben einen Namen, Skull Gang. Okay, gut. Soll ein Totenschädel sein, das ist... Okay, und das ist nicht, weil es Halloween ist? Nee, wenn ich das richtig verstanden habe, laufen die tatsächlich so, das ist halt, sind halt Gangfarben, das ist halt eine Gang und der ist ja, das eine Mittel, das wir sehen, hat ja nur die halbe, weil der sich halt in einem Aufnahmeritus befindet. Das ist der Hintergedanke. Ah. Gab es auch schon in Batman Forever, die Gang. Das hat so ein bisschen mehr geleuchtet. Schönes Detail mit der Hälfte, das ist mir, dafür bin ich zu dumm für solche Sachen, das zu checken. Und da erhebt sich dann jemand schon etwas leicht unsicher. Man möchte ja auch so einer Situation, man kennt solche Situationen ja auch eventuell, ne? aus dem eigenen Umfeld. Wie wir im Kino in Mannheim. Genau. Ja. Ach hier, ich stoppe hier mal kurz. Hier sieht man, wie sich jetzt Bruce Wayne die Augen bemalt, also sich für den Einsatz fertig macht. Und es ist alles in diesem Rot getaucht.
Ich bin mir nicht so ganz sicher, wo das sein soll. Also was heißt nicht sicher? Ich weiß überhaupt nicht, wo das sein soll, weil er war ja gerade eben noch auf den Straßen Gothams unterwegs. Wir sehen hier auch das Kostüm, was in seinem Rucksack wahrscheinlich drin ist. Ja, und die Szene, glaube ich, sehen wir später nochmal in diesem roten Licht. Ich glaube, kurz vor der Diskothek oder in der Diskothek. Bin mir nicht so sicher. Ja. Behalten wir uns das mal im Hinterkopf, ob das vielleicht reingeschnitten wurde nachträglich. Ja, glaube ich schon, oder? Das war doch auch im Prinzip das rote Licht und so, das war doch auch im ersten Kostümtest-Trail, den man da bekommen hat. Da war das auch schon, wo man auch schon die rote Maske leuchten sieht und so, oder? Also ich weiß ja wahrscheinlich jetzt hier gar nicht so wichtig, wo er ist, oder? Also natürlich nicht, aber. Er zieht sich halt irgendwo um und eine Telefonzelle gab es nicht. Genau. Na gut, dann ist es nicht so wichtig, dann weiter. Nee, also es ist jetzt nicht wichtig für die Geschichte. Im Prinzip fängt der Grounded-Ansatz hier aber schon an, im Sinne von, okay, ich habe das Ding, ich trage mein Kostüm im Rucksack durch die Gegend und ich habe es jetzt hier liegen. Und bevor ich mir den anziehe, muss ich mir das Gesicht noch anmalen. Ne? Also das hättest du jetzt, glaube ich, in keiner anderen Batman-Verfilmung hättest du das gesehen. Also das fängt ja hier jetzt schon an, wie er sich vorbereitet. Das stimmt. Ich habe mir jetzt nur gedacht, ist er jetzt gerade irgendwo auf einer öffentlichen Toilette? Na, wie da wäre ich jetzt fast von ausgegangen. Also das sieht so halt so nach einem, ich sag mal, das sieht ja vielleicht nach so einem zwielichtigen Etablissement aus, wo er sich da befindet. Genau. Ne? Also irgendwie so könnte das sein. Ich hätte eher gedacht, dass irgendwo ein Elektroclub ist. Ein Elektroclub, genau. Den gibt es nachher noch, da kommt ja noch der Elektroclub. Ja, genau. Oh, ja. Aber wie gesagt, ich hätte eher gedacht, das ist halt wo so ein Notausgang, der auch zur Not leuchten, diese roten. Ja, genau. Ja. So was hätte ich jetzt eher gedacht, aber ja. Das Bett. Signal sehen wir jetzt auch das erste Mal, oder? Im Film. Ja. Und auch das ist auch improvisiert. Das sieht nicht besonders technisch hochwertig aus. Nein. Und auch nicht so, als könnte es so ein Licht an den Himmel werfen. Das stimmt auch. Das Ergebnis ist 1A. Im Vergleich zu Batman Begins, sah das noch ein bisschen anders aus. War es auch ein Mensch, der vorher dran geschnallt wurde. Das ist ja hier, es ist nicht das Police Department. In dem sich das befindet, sondern das ist hier ein leerstehendes Gebäude, ein Gebäude, was nicht fertig gebaut wurde. Oder noch ein Baum. When the light hits the sky, it's not a signal, it's a warning. Ja. Sorry, Leute, das ist einfach, das ist schon, da hast du mich schon abgeholt. Also das ist einfach, das Ding ist auch einfach auf der, sprachlichen Ebene ist das zum Teil dermaßen gut. Das ist einfach, ne? Ja. Und, Wie Gordon auch so davor steht, das sieht auch, als wäre es 1:1 aus dem Comic rausgezogen. Ja. Ne? Was ich klasse finde, gut, aber es kann natürlich sein, weil wir Fans sind. Das ist diese Selbstverständlichkeit, mit der man das einfach annimmt, ohne dass das noch alles erklärt wird. Man nimmt das einfach so hin, aber ich habe auch viele Leute, die jetzt keine Comics lesen, die den Film trotzdem gut fanden, die das auch einfach hingenommen haben. Also ansonsten brauchst du ja immer so die Exposition, wie Batman Begins mit dem Bat-Signal, mit dem davor geschnallten, ist eine nette Idee, ist eine coole Idee irgendwo, aber gibt's hier alles nicht. Und du nimmst einfach wann und sieht dann noch cool aus. Wie Maria schon sagt, das könnte aus dem Comic sein. Aber die Frage ist auch, ob man nicht auch ich glaube, das ist so ein Thema von Zeitgeist auch, dass ich als Zuschauer alles immer nochmal erklärt brauche, weil ich es in vielen Serien beispielsweise auch einfach um Raum zu füllen, kriege ich es halt alles erklärt. Ja, Du musst es aber nicht alles erklären. Also du musst jetzt hier nicht genau wissen, warum, weshalb. Das kommt alles noch und erstmal denkst du dir, okay, da steht so ein Typ neben so einem Signal. Ja, alles klar, gut. Ne? Andererseits wird dir trotzdem erklärt, was es ist auf der Tour. Tonspur, ne? Genau, es wird erklärt, was auf der Tonspur ist. Genau, du weißt jetzt nicht, wer der Typ ist, aber das meine ich. Das kommt aber dann auch alles. Ja, genau. Das wird dann noch. Ja, fahren wir ein bisschen weiter rein. Fahren wir mal weiter. Genau. Jetzt eben dieser Drophead, also dieser kostümierte Typ. Hat er nicht das Kostüm an? Das gab es da nicht mal so ein Behind-the-Scenes-Ding? Das ist ein Outfit von Robert Pattinson mit einem anderen Film. Ja, das ist aus dem Film, den er gemacht hat, weswegen Matt Reeves ihn als Batman haben wollte. Und da spielt er macht er auch einen Überfall genau in diesem Kostüm. Ja. Da kommt das her. Mit der Maske? Bloß ohne. Ja, mit der Maske. Nein, ach Quatsch. Ohne die Maske. Okay. Also die Klamotten jetzt einfach. Ja, die Klamotten. Okay. Was ich jetzt sehr stark finde, ist dann jetzt eben dieses Ich laure in den Schatten, ne? Dass man Angst hat vor dem Schatten. Also das auszulösen, find ich großartig, wie dieser Blick dann auch da ist, so in dieses Nichts zu starren. Da könnte was sein, da traue ich mich nicht rein. Großartig. Und die Musik auch, die jetzt hier so am Pumpen ist. Ja. Das ist großartig.
Und vor allem auch angefangen. Ja, so auch als Zuschauer weiß ich nicht, ob Batman da jetzt rauskommt gerade. Oder wo, also wir sehen dann ja verschiedene Szenerien und man denkt jedes Mal, kommt da jetzt Batman, kommt da jetzt Batman? Klar, ne, so aus dem Trailer hat man diese Gang im Kopf. Aber dennoch hier, wo dann diese Dose da so reinrollt, habe ich gedacht, okay, jetzt kommt er aber raus. Die Musik ist ja super episch schon, ne? Mhm. Also die ist schon auch ziemlich pompös, finde ich. Mhm. Ja. Mhm. Gleichzeitig hat die aber so eine Dynamik, im Sinne von auch, dass es mal leiser wird, ne? Also im besten Sinne Dynamik. Was ich aber super interessant finde, ist einfach, dass das hier innerhalb von, wir sind jetzt nach 8 Minuten oder so, ne? Mhm. Und es ist ganz klar, das Ding hier ist ein Thriller. Und ich glaube, das ist auch für mich nochmal ein großer Unterschied zu allen anderen Batman-Filmen, die wir davor haben, die mal mehr im Fantasy-Bereich waren, mal mehr im geerdeten, auch Action-Bereich, ne? Und das Ding hier hat von Anfang an so dieses, okay, das hat so Psycho-Thriller-Vibes, also komplett, ne? Wir hatten vorhin Zodiac, wir hatten ja auch immer so Batman Meets 7, 7, so das Ding, ne? Das ist halt hier, das wird voll durchgezogen einfach in den ersten 8 bis 10 Minuten und das ist super. Ja, und sich ein Bild von Gotham zu machen, was ich echt wichtig finde, total. Weil es einfach ein Charakter ist und es funktioniert nicht in vielen Batman-Filmen, muss ich sagen, dass man die Stadt dann als das erlebt, was es ist. Es ist im 89er Batman, fand ich das tatsächlich noch mit am greifbarsten, weil da ja am Anfang schon recht viel passiert und etabliert wird. Und ähnlich sehe ich das hier. Und auch der Einsatz mit der Polizei, mit Hubschraubern, was ja schon ein extremes Mittel ist, ne, damit durch die Stadt zu schwadronieren. Was mich auch einerseits ein bisschen an die Animated Series erinnert, wenn die da mit ihren Blimps durch die Stadt schweben. Das sind ganz tolle Bilder, die einem dann sofort auch zeigen, okay, in der Stadt, da läuft so einiges schief. New York der 70er Jahre, so Gefühl völlig kaputt. Also das ist so, am besten gehst du um 20 Uhr nach, 20 Uhr gehst du am besten nicht mehr vor die Tür und spätestens, wenn die Sonne untergegangen ist, solltest du dich als normaler Bürger gar nicht mehr vor die Haustür bewegen. Und das ist das, was du hier gezeigt bekommst und das fühlst du auch. Ja. Und dann denkst du dir, okay, da braucht es auch einen, der auf den Straßen aufräumt. Und jetzt kommt diese U-Bahn-Story noch dazu. Was wir ja gerade gesagt haben, das kennt man ja vielleicht, das ist ja eine super beklemmende Situation. Mhm. Wenn man sich jetzt überlegt, man wäre jetzt dieser Passant, der da jetzt ja auch völlig ohne, dass er irgendwas tut. Ich meine, der ist im Prinzip zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, ne? Weil er jetzt im Prinzip einfach nur für das Aufnahmeritual herhalten muss. Das ist ja, das hat ja ansonsten keinen Zweck, dass sie ihn jetzt angreifen, ne? Ja. Erinnert tatsächlich ein bisschen an Batman Begins. Ähnliche Situation mit Rachel, die auch aus der Monorail entsteigt und dann von den zwei Typen angegangen wird und Batman dann auftaucht. Also das. Aber ist die da, soll die da nicht angegriffen werden in Batman Begins? Ja, das ist doch das Ziel quasi von wegen der. Genau. Aber hier ist ja völlig random. Das ist ja eigentlich noch schlimmer, das meine ich. Ne? Also hier ist ja völlig willkürlich. Das hätte jetzt irgendwer sein können. Nur weil er halt da ausgestiegen ist und alleine ausgestiegen ist und die Jungs wissen, okay, da ist ansonsten keiner, da können wir jetzt mal, ne, einen unschuldigen Zivilisten vermöbeln, damit wir ein neues Gangmitglied aufnehmen können. Wie bei Miller, Dark Knight Returns, wie Bruce Wayne am Anfang in Dark Knight Returns von dieser Gang überfallen wird, wo er sagt, diese Sinnlosigkeit, die dahinter steht. Ganz einfach, ohne jeglichen Grund, nur weil er gerade da war. Ja. Und der reichste Mann der Stadt ist. Das Ziel der beiden, der Gang, für den, der jetzt aufgenommen werden soll, was ist es? Soll er ihn töten? Da würde ich jetzt mal von ausgehen, wissen wir nicht, aber mindestens mal schwer verletzen, würde ich jetzt sagen. Ne? Also, das ist ja gern mal, ich weiß nicht, ob es in echt auch so ist, aber gern mal so ein Gang-Initiationsritus, dass du jemanden umbringen musst, um dazu zu gehören. Ja. Jetzt haben wir hier den ersten Auftritt von Batman. Also einerseits für uns als Publikum natürlich, aber jetzt auch für die Gang in dem Fall, die jetzt nicht wissen, ob sie es hier mit jemandem in einem Halloween-Kostüm zu tun haben. Es wird sogar noch gefilmt im Hintergrund. Wie findet ihr diesen Auftritt Batmans? Also er macht sich ja jetzt nicht so den typischen Vorteil der Überraschung zunutze, sondern kündigt sich mit schweren Schrittes an. Da hast du jetzt gestoppt? Echt jetzt? Komm, lass noch die eine Sekunde beilaufen, bitte komm. Yes. Also für die, die es jetzt gerade nicht sehen. I'm vengeance. Das ist die Szene. Aber jetzt tatsächlich, also wie, was war so euer Gefühl, die Szene mit Batman als ersten Auftritt in einem Film so zu erleben? Jetzt mal abgesehen von dieser Schlägerei, aber so dieses aus dem Dunkeln auftauchen und sich den anderen zu offenbaren.
Verbindet ihr das mit etwas? Also, dass ihr sagt, ah, ist cool, oder sagt ihr, weiß nicht. Ich finde es mega, ich finde es richtig, richtig cool, weil es vor allem die Szene davor im Prinzip fortsetzt, wo der Dude nämlich in den Schatten reinguckt und rennt zurück und jetzt hier kommt aber jemand aus dem Schatten. Na, und dann so eine Szene, was ja auch super wichtig ist, zu zeigen, okay, Batman kümmert sich jetzt einfach hier um um vergleichbar einfache Dinge, ne? Also das ist da auch voll wichtig, so dieses, will jetzt einfach nur verhindern, dass da ein unschuldiger Bürger von einer marodierenden Gang einfach mal quasi zum Spaß irgendwie totgeprügelt wird, ne? Und das finde ich super wichtig. Und er läuft da, und ich finde tatsächlich auch ganz cool, wie er da einfach aus dem Schatten rauskommt, ne? Western, also es ist so Western-like. Western-mäßig, so dieses, hey Jungs, das ist, jetzt habt ihr euch die falsche Nacht ausgesucht, ne? Und wie er dann auch da hinläuft und irgendwie völlig regungslos und bis er angegriffen wird, den Typen vermöbelt und dann auf die Frage antwortet. Ich fände es im Trailer schon super. Kann man sich jetzt drüber streiten über den Einsatz von der Gewalt, die er natürlich jetzt hier zeigt, aber insgesamt finde ich das eine richtig, richtig, richtig gute Auftritt. Einen richtig guten Auftritt, eine richtig gute Einführungsszene. Es ist richtig großartig. Was ich auch klasse finde, das wird ja alles vorbereitet mit diesem Ganzen davor, mit Gotham City, mit den anderen Goons und Gangstern. Und dann hörst du dieses Batman-Theme von Michael Giacchino, das die ganze Zeit spielt. Und auf dem Höhepunkt, wo du denkst, jetzt taucht er auf, taucht er eben nicht auf. Das heißt, die Musik hört auf und dann, wenn du ihn siehst, kommt das ohne Musik. Absolut unheroisch sogar. Aber mega cool. Weil, wie gesagt, auch hier ist wieder dieser Effekt gemacht worden aus dem Schatten. Man sieht eigentlich in der Türe, dass man da irgendwas gemacht hat, dass das viel dunkler ist. Also man hat das Gefühl, in ein schwarzes Loch zu gucken, in einen Abgrund, der unendlich tief ist. Und dann kommt er da ganz langsam raus mit diesem Soundeffekt, also im Kino weiß ich noch ganz genau, mit diesen stampfenden Schritten, wie die sich im Kino in einem Dolby Atmos Sound angehört haben. Das war großartig. Also, Regen nicht zu vergessen, auch ganz ist wichtig hier nochmal als Stilmittel, ne? Ja. Wie aus so einem Western-Film eigentlich, ne? Oder Sheriff. Genau. Ja, genau. Genau. Ja, diese Anleihen haben wir ja auch später auch nochmal. Ja, Maria? Ja, voll. Ich mag die Szene, weil die ist so eine Mischung aus, ich sehe hier schon ganz viel Batman irgendwie und es ist aber auch noch, der ist hier noch nicht fertig. Ne? Also hier sieht man auch noch, okay, der kommt eben, ne, wie Bernd eben sagt, der kommt jetzt hier nicht irgendwo, der überrascht jetzt niemanden oder so, sondern der will Angst. Ne? Der will, dass die Leute wissen, ich bin das brutalste Schwein der Stadt. Genau. Ich komme jetzt hier raus und ich will, dass jeder von euch Angst hat. Ne? Und ich mag auch dieses, was ja am Anfang auch immer so für Verwirrung gesorgt hat, wenn die Leute gesagt haben, ja, wie jetzt, der ist hier ein Jahr schon unterwegs und jetzt muss er sich quasi noch vorstellen, gewissermaßen. Aber ich liebe das einfach, weil das so dieses Gang-Ding, die fühlen sich einfach völlig unangreifbar. Ne? Die haben gerade, die sind gerade noch voll in ihrem Blutrausch, haben dort diesen Typen sich dort geschnappt und so. Und jetzt kommt irgend so ein anderer Kasper in diesem Anzug. Die mögen schon von Batman gehört haben oder so. Und jetzt kommt der und jetzt kommt das, was so typisch Batmanisch schon immer irgendwie auch ist so dieses überhaupt nicht drauf zu reagieren, was der für dummes Zeug erzählt. Ne? Genau. Und einfach auf den drauf loszulaufen. Mit einer stoischen Miene und so, der haut zu und bam, 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 bam. Sich angreifen lassen, ihn dann erledigen und dann auf die Frage zu antworten. Das meine ich ja, das ist schon, ne, das ist arschcool und das ist genauso, das hat so Gary Cooper-Style auf jeden Fall. Also das ist halt genau dieses, ne, typische, der schweigsame Westernheld, so, ne, der kein Wort zu viel verliert. Ist halt weniger der Ninja-Batman, ne? Genau. Der wird vielleicht noch irgendwann Ninja-Batman. Ja. So. Und jetzt will er sich prügeln. Jetzt will der das auf jeden Fall. Das ist also so ganz, ganz, ganz wichtig für den Film ja auch nachher, um nachher die Entwicklung zu verstehen. Weil der will das. Der will diesen Krawall machen. Der will den in die Fresse hauen. Und da haben wir nämlich Gerd nämlich genau mit diesen zwei Sachen, wo ich nämlich Henning bei dem einen widersprechen würde, ist, der will diesen Typen eigentlich nicht retten. Das sieht man jetzt nämlich auch gleich, wenn der dort in der Ecke liegt. Ja. Der hat eine mega Angst vor Batman und Batman ist das scheißegal. Tatsächlich. Batman erkennt das. Mhm. Also Batman registriert das. Aber es ist ja auch wichtig für den Film, wenn man das Ende des Films da anguckt, ne? Ja, genau, das meine ich. Es wird, deswegen, das ist der zweite Punkt. Es ist dann wichtig, quasi, es ist wichtig, I am Vengeance und ich agiere das quasi auch aus. Und wozu soll ich werden, ne, am Ende? Aber hier ist es quasi noch, also ich finde, das ist absichtlich so inszeniert, dass der Typ Angst vor dem hat und Batman registriert es halt. Aber mehr auch nicht. Dann hast du mich aber missverstanden. Ah ja, okay.
Es geht mir nicht darum, dass Batman jetzt hier, dass sein Hauptmotiv ist, jetzt hier irgendwie den Tod zu retten. Aber der könnte die Gang ja auch irgendwie außerhalb der U-Bahn-Station sich schnappen. Ja. Das macht er aber nicht. Und es geht mir darum, um was kümmert sich Batman denn hier? Also das ist der Punkt. Ne? Ja, wir haben hier Batman, der sich einfach um ganz einfache, in Anführungsstrichen, Schläger kümmert. Ja, ja, das stimmt. Ja. Auf das ursprüngliche Besinn. Genau, das ist ja das Ursprungsmotiv von Batman. Ja, von Prinzip, genau. Ne? Ich jag hier nicht die Mafia, und das kommt ja hinterher auch noch alles. Ich jag hier nicht die Mafia, sondern ich bin jetzt noch der Dude auf der untersten Ebene, und die schnappe ich mir gerade trotzdem. Ne? Weil er natürlich auch noch nicht versteht, wie die Zusammenhänge sind. Ne? Genau. Das meinte ich jetzt, genau. Ich möchte noch die Choreografie loben, die Kampfchoreografie, die gemacht worden ist, die wirklich funktioniert, weil man immer, es gibt ja immer im Film dieses Problem, wenn 6, 7 Leute einen angreifen, ne, dass dann immer so viele stillstehen, damit der Held die alle machen kann. Das hat man hier sehr geschickt gelöst, also es fällt kaum auf, dass so die Leute im Hintergrund erstmal nicht agieren. Wir haben hier schon den ersten Gadget-Einsatz auch. Ja, Also das finde ich auch noch ganz interessant. Er benutzt ja hier schon dieses Elektro-Ding, ne? Den Taser, den hat er doch am Handschuh, oder nicht? Ja. Ist doch hier auch schon zu sehen. Und wir sehen, dass Schüsse dem Mann nichts mehr ausmachen. Ja, genau. Wenn man nicht in seine Mundöffnung, auf seine Mundöffnung zielt. Rico, du warst jetzt gerade bei dem Thema Choreografien nicht ganz so Gerds Meinung. Hab ich schon besser gesehen. Ich finde es halt, also das Ding ist halt, wenn du bei Batman, da finde ich auch trotzdem, dass der, das ist halt noch eine frühe Form von Batman, ähnlich vielleicht so vergleichbar wie bevor in Batman Begins er von Ra's al Ghul trainiert wird. Wisst ihr, das ist auch noch immer so ein rougheres Kämpfen, wo er da in diesem Pit ist. Und hier ist halt auch so, da hofft man, so wird das halt nicht lange machen, wenn er so das weitermacht. Wenn er halt sich auch auf sich einprügeln lässt. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und das ist halt so der Batman, der noch nicht den Raum gefühlt hat, sage ich mal. Und da ist noch Luft nach oben auf jeden Fall, damit er das auch jahrzehntelang machen kann im Westfall. Mir ging es um die Inszenierung, Rico. Mir ging es um die Inszenierung, wie es gefilmt worden ist. Bernd, du wolltest vorhin noch widersprechen? Nicht wirklich widersprechen. Ich glaube, dass die Sache, wie jetzt der Typ, den er gerettet hat, darauf reagiert, das ist natürlich zum Ende hin gesehen schon so eine kleine Verlinkung. Ich glaube schon, dass er das wahrnimmt und merkwürdig findet, dass der Typ Angst vor ihm hat, obwohl er ihn gerade gerettet hat. Also, dass er verwirrt ist dadurch in dem Moment. Nicht, dass es ihm scheißegal ist, das war das, was du gesagt hast, sondern es wird hier schon nochmal gezeigt, er hört auf das, was er sagt, und es soll natürlich auch für den Zuschauer auch gleichzeitig natürlich zeigen, hier, jeder hat eigentlich vor allem Angst, weil er unberechenbar ist, man weiß gar nicht, ne, auf welcher Seite steht, er gehört ja zu den Guten, aber stimmt schon, es kann schon auch sein, dass es ihm egal ist, weil er auch später sagt, ihm ist alles auch egal. Ja. Er guckt auch sehr schnell hoch zum Signal und so, ich glaube durchaus, der muss es registrieren, sonst macht die Entwicklung am Ende keinen Sinn. Ne? Das sind solche Sachen, die gehen bei ihm ein, gewissermaßen, aber der geht hier, das ist ja diese wichtige Entwicklung, der geht ja in erster Linie tatsächlich nicht raus, um Leute zu retten, sondern er geht auch nicht die Kleinen, also meiner Meinung nach, sondern er geht raus, um Wiedergutmachung. Rache. Um sich zu rächen eigentlich. Rache, das ist Wiedergutmachung. Das sagt er ja auch. Ja, genau. Ne? Ja, das ist sein Wiedergutmachung will er, glaube ich, nicht so viel. Und ich meine, genau, da macht es ja auch keinen Sinn, sich irgendwie mit Politikern oder sonst wem anzulegen. Die haben ja seine Eltern nicht umgebracht, seiner Meinung nach. Sondern das muss man sich quasi mit dem Gesindel, dem Element quasi anlegen. Das ist ja quasi, ne, das. Und er braucht diese Konfrontation definitiv immer direkt. Das heißt, er muss sich dieser Situation auch aussetzen. Ich habe immer bei Pattinson das Gefühl, dass er den auch so anlegt, so regelrecht manisch mit diesem Verhalten, wie er da dran geht. Also das ist ein Zwang. Mach es mal. Er muss das machen. Also er muss auch wirklich diese Konfrontationen genauso suchen. Das heißt, dieser überlegte, taktische Batman, der ist halt auch noch nicht da, den wir halt kennen. Der kommt später erst. Ja. Da ist viel Taktik hinter, was er da macht. Marian, dann verpackst von mir aus anders. Dann häng dich nicht an dem, er will den Mann retten. Mir ging es ja darum, auf welcher Ebene agiert er jetzt hier. Ja, ne? Und er setzt sich mit dem Fußvolk noch auseinander. Das ist ja hier der Punkt. Und das haben wir tatsächlich auch, glaube ich, das letzte Mal in der Form in Batman 89 gehabt am Anfang. Ja. Wo das ja eben auch so ist, wo er sich die beiden Jungs auf dem Dach schnappt, die vorher die Familie ausgeraubt haben. Ne? Gleiches Spiegelbild so. Da auch die Parallele zu der Mall und der Waynes. Danach haben wir das oft nicht mehr gehabt.
weil man tatsächlich dann nicht mehr häufig einen Batman sieht, der sich jetzt irgendwie random um irgendwas kümmert, sondern das hat immer irgendein größeres Ziel. Ne? Bei Begins fängt das auch schon damit an. Mhm. Dann, da nimmt er ja nicht irgendwen auseinander, sondern da geht es ja ganz krass um Maroni quasi zu schaden. Ne? Also da attackiert er ja schon sehr bewusst quasi größere Ziele. Und hier ist noch tatsächlich, das ist noch so die unterste Stufe der Entwicklung von Batman, in Anführungsstrichen. Ja, ich habe den Widerspruch quasi auch schon zurückgenommen. Also das sind ja zwei Sachen, die können ja gleichzeitig. Warte ganz kurz, das, was Gerd vorhin noch gesagt hat, ist mir gerade eingefallen, zur posttraumatischen Belastungsstörung ist es ein Kriterium quasi, dass Leute das wiederholen, das traumatische Ereignis. Ne? Und das ist ja ein Grund. Nee, was Henning gerade sagt, es setzt sich ja so noch eine Dark Knight fort, ne, wo er dann sagt, hier, ich kümmere mich erstmal um die wichtigen Dinge, nämlich das organisierte Verbrechen, bevor ich mich um den Joker kümmere. Weswegen in Dark Knight ja das überhaupt ausgelöst wird, weil das große Ganze ihm wichtiger ist, als erstmal der vermeintlich kleine Gangster, der Banken ausraubt. Aber das passt ja hier so schön, das machen ja genau. Was, sagt, so dieses, ich stelle eigentlich jede Nacht wieder die Nacht her, in der das Trauma passiert ist, ne? Ja. So, genau. Und ich meine, der Shot, wo wir jetzt gerade stehen, ist ja, er guckt hoch zum Signal und dann ist ja Pattinson das erste Mal wirklich komplett so im Suit zu sehen, ja, total, ne? Ich finde auch den Shot mega. Ja. Und ich mag das Kostüm inzwischen sehr, sehr gern, das muss ich dazu sagen. Also Langzeithörer wissen, dass ich da lange beschimpft habe und gehadert habe, aber größtenteils gefällt mir der Suit tatsächlich sehr, sehr gut. Mit der Maske, ja, bin noch am Hadern, aber ja. So, jetzt sind wir am Tatort im Mitchells Haus und sehen erstmal Commissioner Gordon von hinten, wie er an sehr vielen Polizisten vorbeigeht, die skeptischen. Die sehr skeptischen Polizisten, aber die auch diesen einen Raum bewachen. Ja, und und dann sehen wir auf einmal, Batman ist hinter ihm in der Begleitung und es ist jetzt nicht so, dass jeder ausflippt. So von wegen, was ist jetzt hier los? Aber er wird zumindest von einem aufgehalten, von Martinez, der als einziger sagt, nee, das hier ist ein, ein Tatort, das hier ist Polizeisache. Und Gordon hier nochmal klarstellt, nee, der gehört zu mir, lassen Sie ihn durch. Und dieser starre Blick von Pattinson in dem Moment ist großartig. Unbezahlbar, voll. Ja, voll. Ja. Wie er ihn sich auch merkt kurz, wie er kurz weitergeht und nochmal kurz auf die Augen auf ihn weiter ruhen. Dich merke ich mir. Du kommst auf meine Liste. Genau. Was und er kommt ja auch nochmal vor dann. Also ich meine, ne? Ja, genau. Was aber auch großartig ist, auch wieder hier am Anfang, ne? Wir nehmen die Perspektive von Batman ein. Wir gehen als Batman in den Tatort rein, sehen die Reaktionen auf uns und die sind ja. Das ist eine ganz merkwürdige Mischung, die Polizisten. Was, sie kennen ihn irgendwo, sie wissen, dass es ihn gibt. Sind ein bisschen überrascht, manche angewidert, manche wissen überhaupt nicht, was ich cool finde, ist, hier erkennst du zum ersten Mal in dem Licht, dass die Cowl, wenn die ausgeleuchtet ist, aussieht wie ein Totenkopf. Er sieht tatsächlich unheimlicher aus als im Dunkeln in dem Moment. Müsst ihr euch mal angucken. Das Licht ist so gesetzt worden, dass du wirklich diese Knochenstruktur vom Schädel sehen kannst. Weil ich habe mich immer gewundert, weil Matt Reeves hat das auch im Audiokommentar gesagt. Genau. Deswegen ist die Cowl angelegt, dass sie aussieht wie so eine Art Totenkopf. Also das ist der Hintergrund dafür. Was ich mega finde, und das passt zu dem, was Mario gerade gesagt hat, und es beweist wieder einmal mehr, dass du als Batman-Schauspieler immer jemanden brauchst, der unfassbar gut mit den Augen spielen kann, weil du dadurch unfassbar viel für diese Figur transportierst. Und hier, das sagt der Matt Reeves im Making-of und auch im Audiokommentar, so dieses zu zeigen, wie er da durchgeht und beobachtet. Ja. So dieses, was macht den besten Detective aus? Eine extrem gute Beobachtungsgabe, ne? Und das wird ja hier auch direkt gezeigt, so wie er alles erstmal mustert und wie er da steht und erstmal alles beobachtet und analysiert. Das finde ich auch super stark. Reeves hat auch Pattinson tatsächlich dafür gelobt, dass der quasi, ich würde jetzt mal sagen, ein Stück weit den Regisseur quasi mitdenkt, weil der immer mit seinen Augen ein Stück weit dort gespielt hat, wo die Position als nächstes ist, damit die Kamera das ordentlich einfangen kann, wie er guckt. Also das musst du ja quasi auch erstmal als Schauspieler mitdenken. Also das ist schon grandios, ja. Und es ergibt natürlich auch Sinn, dann später, wenn du siehst, was er in den Augen trägt, dass er alles mitfilmt. Und das macht dieses, weil das war am Anfang beim ersten Kino, wie ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, fand das großartig, aber wirklich dieses,
ganz langsame, bedächtige, alles genau anschauen, ja, von oben. Und das kommt dann nachher, wenn dann diese Szene kommt, wo er sich diese Kontaktlinsen rausnimmt. Ja. Ja klar, der hat alles gefilmt. Er filmt. Ja, der muss das machen. Mhm. Ne? Mhm. Genau. Und da ist es wieder mit dem Beobachten. Der muss also alles exakt beobachten. Ja. Aber auch ich mag die Art, wie er läuft. Also dieses langsam bedächtige, so dieses mehr so Schreiten. Ne? Das ist halt, das macht hier mit dem Film Sinn. Ich muss sagen, für mich gehört das mit zu diesem Eindruck der etwas Langatmigkeit, besonders in Kombination mit Gordon dann später, weil der dann eben auch anfängt, nur zu hauchen und ruhig zu sprechen und alle bewegen sich sehr langsam und dann wird auch jeder Schritt mit eingefangen. Also für mich gehört das so mit zu dieser Langsamkeit des Films, die man bestimmt auch toll finden kann. Für mich ist das so ein Indikator für diese Langsamkeit, für diese Langatmigkeit, wenn man so möchte. Ich möchte das so ungern bei den Qualitäten des Films so betonen, aber hier kann es mir doch ein bisschen zackiger zugehen, auch inhaltlich. Aber ja. Ich kann es verstehen, weil ich auch manchmal denke, es gibt dann später auch einige Szenen, wo ich so denke, ja, weiß ich jetzt nicht, ob es hier eine Zeitlupe, ob man das jetzt hier unbedingt gebraucht hätte oder so. Gibt es Zeitlupen? Einige. Und ganz schön. Bei den Batman-Szenen nachher. Oh, wo man auch manchmal denkt, ach nee, komm, mach mal. Zu lang, Cut. Ja, genau. Die Kamera nicht die ganze Zeit drauf oder so. Ja. Aber hier ist es tatsächlich so, hier finde ich das ganz wichtig. Also für mich ist dieser Batman auch, das wird dann auch so in Richtung Fazit dann irgendwann mal so sein, in 10 Ausgaben, dass der dem Animated Batman für mich hier unglaublich ähnlich ist, oder zumindest das könnte der Animated Batman im Ansatz sein. Und da finde ich das sehr wichtig, diesen Detektivansatz eben auch so auszuspielen, tatsächlich, und zu sagen, okay, das ist jetzt, was macht denn der jetzt hier? Mhm. Und der beobachtet. Der muss jetzt hier ganz lange durchlaufen. Also hier würde ich es niemals wegnehmen, tatsächlich. Weiter hinten, Bernd, hast du mich. Bin ich auch genau, Zustimmung, gut. Auch komplett. Wird dann, das gibt genug Szenen, wo wir bestimmt nachher noch hinkommen oder in anderen Ausgaben dann landen, wo wir sagen, okay, da könnte man das auf jeden Fall beschleunigen oder viel früher den Schnitt machen. Gerade hier finde ich super wichtig, das einzuführen und zu gucken, wie er auch arbeitet. Ja. Und da finde ich diese Langsamkeit ein Stück weit eher, die würde ich eher mit Gründlichkeit gleichsetzen und sagen, okay, er nimmt sich Zeit auch dafür. Also er gibt auch hier seine Fachkompetenz dann voll wichtig. Zum Besten, ne? Dass er ja bezeichnet, was ist das, Ekchymosis? Ich weiß gar nicht, was das ist. Fleisch. Gut auch, dass wir eine Batman-Maske haben, wo man seinen Kopf zur Seite bewegen kann. Ne? Was er ja selten tut. Ja. Er bewegt ja trotzdem seinen ganzen Körper eigentlich für alles. Das sind ja Bewegungen, davon hat Keaton geträumt in seiner Batman-Welt. Und vielleicht noch. Ja. Wäre das Cape ein bisschen länger. Mensch. Ja, das stimmt. Ja, aber was ich cool finde, ist zum Beispiel auch, wenn er diesen Gerichtsmediziner, das so passiert, er geht aus dem Bild raus und du siehst nicht, wie er sich weiter in dem Raum bewegt, aber dann schwenkt die Kamera nach links und dann steht er da wieder. Ne? Und der Gerichtsmediziner so, oh, Entschuldigung hier. Ne? Du hast also, dass die Kamera es schafft, er verschwindet aus dem Bild und plötzlich ist er wieder drin. Wie von Geisterhand, ne? Ohne Geräusche oder sonst was. Ich glaube, mir ist jetzt auch das erste Mal aufgefallen, vielleicht habe ich das jetzt gerade falsch gesehen, aber er läuft da lang und entdeckt quasi einen Fleck. Mhm. Den sie nicht gesehen hat. Also das kennt man ja auch tatsächlich von Batman. Batman kommt an den Tatort und sieht immer irgendwas mehr, weil der halt gründlicher ist tatsächlich als die. Aber das ist halt weil er schneller ist. Also weil er schneller das bessere Auge hat. Das ist ja der Punkt. Ne? Und ich finde hier auch super. Und halt auch investierter ist, ne? Für die Phillies ist halt ein weiterer Mord in Gotham City und für ihn ist es halt ein weiterer Mord in Gotham City. Der nicht hätte sein müssen. Ich finde halt aber die Reaktion hier von Gordon ja auch super, ne? Auch alles nur nonverbal, wie er ihn anguckt, so dieses Überraschte, so dieses, okay, alles klar, so, ne? Der ist vom Fach. Ja. So, ist nicht nur ein reiner Schläger, ne? So, der hat auch was auf dem Kasten. Also, das finde ich auch ganz wichtig hier für die Setzung der Beziehung, wo die sich befinden, ne? Und das ist alles im Prinzip nur über die Bildsprache gemacht. Ja. Gordon ist der mit der guten Batman-Stimme, ne? Genau, der so haucht. Ja. Ja, ich hatte den Audiokommentar von Reeves immer so nur auf dem Ohr tatsächlich und habe dann immer gedacht, das ist Batman. Ach nee, das ist ja Gordon. Aber das ist auch wieder, Jeffrey Wright ist einfach großartig. Super. Ja, großartig. Der ist so großartig. Großartig. In eurem Commissioner Gordon-Ranking, auf welchem Platz ist er da? Ich finde ihn ganz schwer vergleichbar. Ich mag den einfach in dieser Rolle. Ich wollte gerade sagen, also ich würde den auch nicht mit Gary Oldman vergleichen. Es gibt ja 4.
ich würde ihn nicht vergleichen. Also er macht da was ganz komplett Eigenes, was ganz anderes raus, finde ich. Also ich würde ihn mit Oldman auf eine Stelle setzen. Ja, definitiv. Aber da muss man mal gucken, wie der jetzt auch weiterentwickelt wird, ne? Ja, ich mag dann später auch, wie die so Buddy-Cop-mäßig dann auch in diese Garage reingehen und so. Also ich mag diese Dynamik, die miteinander haben, ich glaube. Aber ist halt auch, was nur in den USA Sinn macht, ne? Dass da so ein fremder Ermittler, sage ich mal, mit an Tatort kommen darf. Ja. Aber es wird hier nochmal hinterfragt, jetzt gerade eben, ne? Also da kommt jetzt nochmal der Boss rein, der Commissioner, und sagt, das geht ja gar nicht. Zieht ihn hier mit rein, besonders weil ja der Brief auch noch an The Batman adressiert ist und er ja praktisch mit der ganzen Sache ja auch noch zu tun hat, so gesehen. Ja. Da passen auch Stimme und Person überhaupt nicht zusammen, finde ich. Ja, komisch, so, eine hohe, heisere Stimme. Ja. Aber da haben sie die Synchro gut angepasst, fand ich. Ja, stimmt. Doch, habe ich. Wie findet ihr die Übersetzung? Er lügt still. Ja, ist halt schwierig, hatten wir schon mal, ne? Das ist halt super schwierig, diese Dinger gut zu übersetzen. Aber eigentlich finde ich es gut. Also, ne, es ist so dieses, hat er eigentlich. Sie haben es gut gemacht, aber wenn man es im Original sieht, kommt es einfach besser, ist einfach so. Lügt, ja. Ja, das geht gar nicht, das ergibt in der Übersetzung gar keinen Sinn. Die Doppeldeutigkeit ist doch komplett weg. Also das kannst du nicht übersetzen und das beibehalten. Das ist halt, deswegen sage ich, das ist maximal schwer. Wenn man es nicht übersetzen kann, sollte man es vielleicht auch im Englischen einfach lassen, finde ich. Ja. Ja, Frage ist, ob das dann wirklich auch alle verstehen hier. Also, aber letztendlich, das kannst du im Synchronbuch kaum besser machen. Was willst du machen? Du kriegst ja schon, aber das meine ich, dann wäre es vielleicht. Ja, klar. Später macht es ja, später bleibt er ja, wo es nicht mehr geht im Englischen. Ich meine, diese hätten wir das vorher nicht gewusst, hätte das für mich im Deutschen überhaupt keinen Sinn ergeben. Ne, also das war ja im Trailer schon vorher klar, dass das so ist, weil ja dieses Rätsel auf der Website war ja auch daran angelegt, das baut ja darauf auch, das heißt, man kannte das schon. Wenn du das erste Mal in der Synchro siehst, macht das überhaupt keinen Sinn. Mit diesen Rätseln ist ja eh schon schwer zu folgen. Bei einem anderen Rätsel später könntest du ja nicht übersetzen, da bleibt es dann Englisch, oder nicht? Hinten. Nee, das ist auch übersetzt, glaube ich. Ich will hier nochmal die Batmanigkeit übrigens auch hervorheben. Batman? Ja. Erstens war dieses Martinez-Ding, du bist mir im Weg, ne, quasi so. Und jetzt ist auch wieder mit Savage, der geht völlig über dieses Drama drüber hinweg. Es ist dem völlig gleich. Und er redet dann auch einfach so rein, ne, und sagt, nee, hier, pass mal auf, ich habe jetzt das Rätsel gelöst, wir haben jetzt keine Zeit hier für euren Politik-Quatsch quasi oder was, wer jetzt hier irgendwelche Zuständigkeiten hat, ich bin ja jetzt hier. Und jetzt ist euch mal aufgefallen, er sagt eigentlich so gut wie nie überhaupt irgendwie mehr als ein Wort oder ein Satz. Also hier auch. Im Prinzip ist das so, das ist wirklich so reduziert von der Sprache. Auch das ist ja so ein Thema, zu sagen so, ich rede hier nicht zu viel vor den Leuten, weil, ne, muss jetzt nicht jeder meine Stimme hören. Also das ist ja auch so ein Punkt, ne? Ich gebe nur die Informationen hier quasi in den Raum, die auch wirklich relevant sind. Also auch wieder dieses kein Wort zu viel. Genau, finde ich notwendig, ne? Absolut fokussiert. Und ich meine, das hatten wir jetzt erst beim Cast für Batman Returns, wo Keaton das selber vorgeschlagen hat, dass Batman das mal so machen sollte, möglichst wenig zu reden und die Dialogzeilen rauszunehmen. Und hier sieht man ja auch, dass es gut funktioniert. Ben, du wolltest gerade noch irgendwas sagen. Jetzt habe ich nur gehört. Alles okay. Ich hätte jetzt nur noch die Anmerkung, dass hier Commissioner Savage mal der Partner von Commissioner, von, es ist ja noch nicht Commissioner Gordon, ne? Er ist ja Lieutenant Gordon. Ja, die waren mal Partner in der Vergangenheit, was mich natürlich so ein bisschen an, dass ich irgendwann mal Glass? Einen Bullock sehen möchte in einem Film, erinnert. Ja, die zweite Figur in einem Batman-Film, die außer wie Bullock, aber nicht Bullock ist. Ja, stimmt. Ja, das stimmt. So, hier setzt ja dann auch gleich der Nirvana-Song ein. Na, ja, vorher haben wir ja schon gehört hier, dass das, ja, wie findest du das, Henning? Wir wissen ja, du bist ja ähnlich wie ich jetzt nicht so der Fan davon, irgendwie zeitgenössische Musik mit einzuflechten in Filmen. Wie findest du es jetzt hier gelungen? Ich finde, das passt gut. Also für mich ist aber auch so, da ich mit Nirvana so gar keine Vorbindung habe, ist das für mich jetzt auch okay. Also ich kenne von Nirvana vielleicht irgendwie 3, 4 Songs im Ohr. Das war zum Beispiel keiner davon. Ja, nach wie vor bin ich, da werde ich auch kein großer Freund mehr von. Das passt für mich, wie gesagt, gibt dem Ganzen immer so ein, ja, das gibt dem schon einen Zeitstempel, finde ich immer. Aber hier finde ich es tatsächlich gut gelöst, weil ich den Song halt super passend finde. Aber das wäre für mich jetzt, wenn ich in Zukunft höre, auch eher so ein Batman-Soundtrack-Ding als noch ein Nirvana-Song. Liegt aber daran, wie gesagt, ich glaube, wenn ich jetzt mit Nirvana schon irgendeine Vorgeschichte hätte,
dann wird es wahrscheinlich schwieriger funktionieren. Ich habe eine Vorgeschichte mit Nirvana und für mich hat es das ersetzt einfach. Also für mich ist das so, dass ich raus, also ich hatte es auf Arbeit lief das durch und also ich habe es in der Playlist einfach, ne? Und dann lief ich raus und dann war das für mich so ein Batman-Ding. Ich habe das geregnet. Hat es auch geregnet? Nee. Hab da geschneit. Es hat geschneit tatsächlich. Der Song ist aber bewusst gewählt worden. Also ich habe mal eine Analyse gesehen. Das ist nicht von mir, also dass der Text von dem Song, also zu dem Film passt und wohl exakt die Charakterentwicklung auch von Pattinson vorwegnimmt, beziehungsweise auch diese Refrain ganz genau darauf angelegt, dass das auch genau jetzt kommt und er wird am Ende nochmal gespielt. Das ist das Something Coming und am Ende kommt der Song ja nochmal in einer veränderten Geschwindigkeit. Das haben die ganz bewusst gemacht wegen der Message, aber das müsste ich mir nochmal nachlesen, was es da genau ging, aber das war von der Analyse her, habe ich gedacht, wow, also wenn man den Song genau deswegen ausgesucht hat, ergibt er absolut Sinn, wobei ich da auch ein bisschen bei Henning bin. Für mich hat das irgendwie dann so ein bisschen in die 90er. Klar, weil ich kenne den Mann aus den 90ern und da hatte ich plötzlich halt so ein Jahrzehnt im Kopf halt, ne, was so ein bisschen schade ist, dieses Zeitlose ein wenig rausnimmt. In dem Moment. Die lapidare Begründung ist einfach, dass Reeves es die ganze Zeit nebenbei gehört hat. Ja. Und sich Bilder angeguckt hat aus den 70er Jahren und so. Ne? Und hier Kurt Cobain so ein bisschen. Kurt Cobain war doch ein bisschen sein Vorbild für Bruce Wayne, für die Charakterisierung, oder? Ja, genau. Sagt er auch im Audiokommentar, dass es seine Idee war. Jetzt haben wir hier so einen tragischen Moment, der auch so Batman-typisch ist, in dem auch ein Kind ja mit reingezogen wird in das ganze Szenario, also dass der Junge eben derjenige war, der seinen Vater tot auf dem Boden gefunden hat. Und Batman erblickt dann auch in dem Fall den roten Ninja, der da auf dem Bett sitzt, gerade noch den Kopf schüttelt, befragt oder betreut wird und jetzt, glaube ich, gleich zu Batman rüberblickt. Ja, das ist so dieser Bruce Wayne-Moment oder ich als Kind-Moment. Ne? Der nächste Game of Thrones-Bösewicht. Das ist so großartig, wie der den Jungen anschaut. Ich finde das so. Wie erzähle ich die Vorgeschichte von Batman, ohne die Vorgeschichte von Batman zu erzählen? In einer Szene. Ja, aber das würde ich jetzt mal kurz zur Frage stellen. Also gerade eben Ricos Freundin würde mich da in dem Fall interessieren, also ihre Meinung dazu, ob man das dann so versteht im Subtext. Wir als Fans wissen ganz genau, das, was er da gerade in dem Jungen sieht. Und so hat man ja eigentlich nur so die halbe Mitleidsnummer. Das heißt, ja, der kleine Junge musste das mit angucken, aber so die Bedeutung für Batman, was das heißt, ne, die bekommst du ja eigentlich nicht mitgeteilt. Nö, aber es ist dann trotzdem, also es ist dann nur noch mehr Einblick halt, weißt du, also so ist es halt für ihn tragisch und er sieht es halt, wenn man es nicht weiß, aber wenn man es halt nur weiß, hat es halt noch eine Ebene mehr einfach. Genau, ich wollte sagen, das gibt dem, also wenn du das weißt, ist das einfach noch ein weiterer Layer. Mhm. Ansonsten denkst du einfach in dem Augenblick, wenn du den Background nicht hast als Fan, dann denkst du dir, okay, der guckt jetzt in dem Augenblick den Jungen an, fühlt da mit und es macht es für ihn auf jeden Fall nochmal schlimmer, ne? Das ist seine eigene Geschichte quasi spiegelt, das brauchst du in dem Augenblick, musst du nicht unbedingt wissen, ne? Wenn du es weißt, erhöht es den Impact der Szene nur noch. Wobei man könnte eventuell, aber gut, das setzt immer noch voraus, dass man es dann. Nee, also wenn du dir davon ausgehst, du weißt über Batman gar nichts, bin ich bei Bernd. Das kannst du, wie willst du das wissen? Weil es wird ja am Anfang im Fernsehen wird ja kurz erwähnt, dass die Waynes ermordet worden sind, aber wird ja nicht. Ja, weißt du noch nicht mal, dann wüsstest du, glaube ich, noch nicht mal, dass er Bruce Wayne ist. Ja, eben drum. Das ist das, was ich gerade meine. Du weißt ja noch nicht mal, dass er Bruce Wayne ist. Du weißt, wenn es wüsste, hier noch gar nichts, wer ist. Das war ja, was ich sage. Das funktioniert auch nicht, weil du müsstest trotzdem ja wissen, wer Bruce Wayne ist und was er ist hier. Also, aber trotzdem, es ist auch, wie du schon sagtest, einfach nur eine tragische Geschichte. Also mit Wir machen in einem Jahr nochmal eine Aufnahme und dann laden wir uns nochmal Leute ein, die den Film noch nie gesehen haben und würden Batman gar nichts wissen. Ja. Und da hat ja Bernd, wann hast du das erzählt? Im Jahresendcast, oder? Dass das der bekannteste Superheld als Marke, der Welt ist. Ja, aber ob die ganzen Storys dazu auch bekannt sind? Ja, die Origin. Na gut. Gut, jetzt gibt es hier noch eine Pressekonferenz mit Commissioner Savage. Ist dann auch immer nur das in der Mitte ist scharf, ne? Ja. Sehr viel Unschärfe, jetzt auch komplette Unschärfe. Und da muss ich sagen, da hat mich das Volume echt ein bisschen verdorben, weil das da auch immer drin ist. Volume, ihr wisst, was ich meine. Und das, ach ja, ich weiß auch nicht. Obwohl ich das hier in dem Film, finde ich das sehr unauffällig tatsächlich. Aber hier war gerade wirklich einfach nur. Ich meine nicht das Volume an sich, ich meine diese Unschärfe, die wird ja beim Volume als Stilmittel benutzt und das ist halt, was du jetzt gerade fast in jedem Film gerade hast. Das nimmt dann hier das Besondere bei dem so ein bisschen. Ja, das war übrigens gerade Bruce Wayne auf dem Motorrad, das erste Setfoto, ne? Mhm.
Ist auch schön, hier nochmal mehr von Gotham auch zu sehen, jetzt so seinen Weg. Das erinnert mich so an Batman Begins, der Tower da im Hintergrund, Chicago. Das ist ja auch in Chicago gedreht worden. Die Fahraufnahmen mit dem Motorrad sind zum Teil in Chicago gedreht worden. Ah, okay. So, ja. Und laut Drehbuch... Glaubt ihr, die haben die ganze Stadt gemappt schon? Entschuldigung? Glaubt ihr, die haben die ganze Stadt schon gemappt, dass sie wissen, wie die aussieht? Ja, haben sie. Haben sie. Komplett. Na, es gibt die Karte, die ist aber generell eine Batman-Karte, glaube ich, von Gotham City, die es aus den Comics gibt, ne? Die wir später sehen. Genau. Aber ob man, weil die ist eine bekannte, aber ob man dann jetzt auch schon, weil das ist zum Beispiel was er bei Begins oder bei der Nolan-Film immer das Ganze so ein bisschen kaputt gemacht hat, dass in drei Filmen die Stadt dreimal anders ausgesehen hat. Ist hier nicht, das hat Reeves gesagt, die komplette Stadt, das weiß ich auch, von den VFX-Teams, ist komplett vorhanden, also es gibt komplette 3D-Modelle mit allen drum und dran von Gotham. Okay, weil man sieht ja hauptsächlich immer die gleichen fünf Ecken im Film. Klar, aber, im Film, ja. Aber ich gehe mal davon aus, dadurch, dass man ja von Anfang an eine Trilogie geplant hatte und Reeves da so ein Detailfanatiker ist, weil der hat gesagt, das ist ihm wichtig, dass diese Stadt eine Identität bekommt. Das geht ja nur dann, wenn du sie wirklich mappst. Also wenn du wirklich von vornherein sagst, die Lokalitäten festlegst. Und ich vermute, man sucht in den späteren Filmen... Das ist nicht sau umständlich, das ganze Ding da dann zu machen, wenn du weißt, du benutzt nur 1% davon. Also ich habe es auch gelesen, dass die das im Zuge dessen, dass der ja quasi diese, er durfte ja per VR, hat er ja quasi seine, richtig. Wie heißt das, wenn man die Szenen vorbereitet? Previous. Nee, das eben nicht, sondern er hat quasi das, jetzt komme ich nicht auf. Nein, du hast doch quasi, wenn du eine Szene vorbereitest, hast du doch quasi eine Tafel. Storyboards, danke. Ja. Der hat ja quasi virtuelle Storyboards. Ja, das dachte ich Previous. Ach doch, sorry. Ja. Und die konnte ja er voll begehen. Also vorher konnte der schon per VR an diese Sets gehen. Und ich hatte meine auch gelesen zu haben, aber ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher, wo, meine auch gelesen zu haben, dass die das, dass das Mapping mit dazugehörte quasi. Also dass genau. Die hat grob mit dazu mappen lassen. Ja. Also du kannst jetzt die Stadt nicht begehen mit der PSVR 2, aber bald. Aber weil das sowas finde ich halt interessant, weil das ja, gibt voll. Dann der ganzen auch dann, weil vor allem halt, dass es dann auch gleich aussieht. Ich meine, wir kriegen jetzt ja erstmal nur eine Serie und einen weiteren Film, aber das wäre schon cool, wenn es sich immer wie eins anfühlen würde, ne? Das haben wir bisher bei, finde ich, noch nie bei Batman hinbekommen. Und vor allem, weil du halt das Problem hast, dass es halt keine real existierende Stadt halt ist, ne? Richtig. New York kennt halt jeder oder keine Ahnung. Aber da ist es dann halt immer so das Problem, wenn es dann halt nicht mehr so weit ist. Das wäre hier ein Riesenfail, wenn sie es nicht machen. Batman Forever und Batman und Robin haben das gut hingekriegt mit der gleichen Stadt. Das ist das Einzige, was sie gut hingekriegt haben. Ja. Wow. Also, Bruce Wayne ist auf dem Motorrad durch Gotham unterwegs nach, wie ich hier im Drehbuch nachlesen kann, so Lower Gotham ist das. Und die Fahrt endet in einem Gothic 1920er Gebäude, Wayne Tower. Das heißt, ne, Wayne Manor ist ja eigentlich so das, was man kennt, aber wir sind jetzt hier unter dem Wayne Tower, in einem alten Tunnel. Ist das jetzt die Betthöhle? Ja. Was wir hier sehen. Die erste, sicher. Ja. Ist ja auch in dem Buch dazu, hört man ja ein bisschen, wie er das dann nach und nach entdeckt, dass er früher ein eigenes Zugabteil für die Waynes irgendwie war, die dann dort quasi direkt, dass sie nicht mit dem Pöbel aussteigen mussten, sondern direkt in ihrem. Und das hat er dann irgendwann entdeckt, hat es dann nach und nach ausgebaut. Und da hat er auch sein Auto entweder drin gefunden oder ein Teil davon zumindest hat drin gefunden von seinem Batmobil, das er dann weitergebaut hat. Naja, okay. Ja. Ja, also die Hoffnung auf dem Wayne Manor mit anschließendem Batcave, meinen Sie, dass wir das noch kriegen oder verlässt man sich hier auf das Großstädtische, wie es bei Dark Knight ja auch der Fall war, dass man dann mal in die Stadt gezogen ist und dort ausprobiert hat? Er hält es da wie Danny O'Neill, der das damals mal gemacht hat in den 70ern, wie er seinen Batman geschrieben hat. Danny O'Neill hat ja Batman vom Wayne Manor in den Wayne Tower und eine Betthöhle unter dem Wayne Tower verlagert, mit der Argumentation, es ist Quatsch, dass Batman jeden Tag 50 Meilen nach Gotham City reinfährt in die Stadt, um das Verbrechen zu bekämpfen, um dann anschließend wieder rauszufahren. Das wäre ja wohl sinnvoller, wenn er in dieser Stadt leben würde, wo er auch aktiv sein würde. Also, und das kann ich mir vorstellen, dass Matt Reeves das ähnlich handhaben wird. Also es ergibt eigentlich
macht mehr Sinn, wenn das so machen würde. Ah, wir wissen nicht, was er vorhat. Also es ist so, ich halte das, das ist wirklich so 50-50. Also ne, wenn sich für irgendwie eine Story anbietet oder so, ich meine, wir wissen jetzt, dort ist das alte Waisenhaus. Ich glaube nicht, dass Bruce Wayne das jetzt so lassen wird, nachdem wir es dort vorgefunden hat. Aber die Frage ist halt, ist es für die Story irgendwie relevant? Das kann ja auch zum neuen Arkham Asylum werden. Ich meine, das ist auch aktuell nur ein Turm. Na, also das kann man auch noch machen. Aber ich mag die Fledermäuse. Ja, voll. Die wir jetzt gerade eben sehen, genau. Also er kommt etwas erschöpft in, ich nenne es mal, die Höhle an. Und wir kriegen so ein bisschen was von der Einrichtung mit sehen. Auch, dass jetzt eben diese Linse zum Einsatz kommt. Eine großartige Idee. Also richtig, richtig gute Idee. Jeder, der Kontaktlinsen hat, dem rollst du da die... Ja, ja. Du hast doch nicht so Augen, weil du hast eine direkte Bindenhautentzündung, der Vogel, ey. Guck, sieh mal, wie rot seine Augen sind. Ja. Aber das war jetzt der Wortwitz, das war ein Augenöffner, wie diese Linse, weil ich an die Filmaufnahmen sind. Ich denke, ja klar, der filmt das alles. Jetzt dann aber ganz schön, was ich hier sehr schön finde, dieses, es gibt ja viele Leute, die Voice-Over in Filmen so ein bisschen cheesy finden, ne? Und hier aber tatsächlich auch nochmal schön gelöst, dass wir jetzt hier nochmal sehen, wie er es aufschreibt und nochmal die Wörter fett markiert und da auch scharf gestellt, sodass du weißt, okay, das, was du gerade als Voice-Over gehört hast, ist im Prinzip der Tagebucheintrag. Das finde ich stilistisch auf jeden Fall sehr schön. Ja, absolut. Ich hätte es mir ein bisschen konsequenter gewünscht, dass es öfters vorkommt, ja, wenn man es genau. schon einführt. Ja, ich glaube, gegen Ende kommt es nochmal, aber dazwischen verschwindet es dann. Das hatten wir bei der Erstbesprechung schon, ne? Genau, dass wir beide, glaube ich, gesagt haben, wir hätten so ein bisschen mehr noch von diesen Frank-Miller-Monologen gehabt, das hätte man öfter im Film noch einsetzen können. Das finde ich, bin ich auch nach wie vor der Meinung, das hätte das auch noch, wenn man das mit einem noch klareren roten Faden durchgezogen hätte, glaube ich, hätte das gut funktioniert. Wir sehen ja gerade das Cover. Hier steht ja Gotham Project, wie er das Ganze auch nennt. Wie findet ihr, dass er unverschlüsselt seine Tagebücher finden kann? Naja, ja, gut, wenn du da bist, wo das liegt, wollte dann, sagen, ich, dann ist es egal. Dann ist egal. Ja, aber da gibt es halt noch mehr Beweise. Da geht es ja nicht darum, auch was du machst, ne? Ja, aber ich glaube, da sind so viele Indizien. Ich glaube, das reicht dann eh schon. Wir wissen, das ist ihm ziemlich egal, ne? Ja, aber ich finde auch wichtig, was er hier sagt, ne? Also er muss alles geben, dass die Stadt noch zu retten ist und ich muss mich zwingen, mich zu erinnern an alles, was passiert, ne? Also das ist auch so unmenschlich eigentlich. Also warum muss er sich dazu zwingen? Wir haben hier nochmal einen Blick in die Hülle. Was sehen wir denn hier alles? Also neben Bildschirm und Werkbänken, sind das Patronenhülsen hier im Vordergrund auf dem Tisch, die da liegen? Er probiert da bestimmt seine Schussfestigkeit von seinem Anzug aus. Er hat auf jeden Fall, das war auf einem, das wird nie gezeigt, du siehst, wir hatten ein Foto von der Betthülle von weiter weg, da siehst du, dass er so eine Schussautomatik hat, mit der man halt irgendwie Ballistik überprüfen kann oder. Wie in Dark Knight. Ja. Nico. Einfacher, allerdings wesentlich einfacher gehalten, sondern es ist halt wirklich so ein Ständer, also das konntest du sehen, dass es da so ein Gerät. Das ist die Filmidee ever, ey. Maschinengewehr. Also irgendwo liegt doch auch hier der Motor noch rum, ne? Später in der Szene. Ja, genau. Irgendwo. Ja. Und das Batmobil ist ja hier zumindest abgedeckt, warum auch immer. Staub. Wollte gerade sagen, willst du das jedes Mal putzen? Naja, dem scheint ja relativ vieles egal zu sein, was sowas angeht. Wie die Karre aussieht, brauchst du die, ist die sowieso nicht dort geputzt. In der Jugendnovelle mit der Vorgeschichte wird allerdings erklärt, dass er Autofahrten und Autorennen liebt. Also er hat tatsächlich Marker seiner Autos. Also es ist schon auch, könnte sein, dass er das Auto ein bisschen pflegen will. Weil oder der Alfred war es. Der räumt jedes Mal, wenn wir mit dem Auto durch die Gegend fahren, räumt er erst alles weg, was da vor dem Weg steht, weil so kannst du das Auto gar nicht wegbewegen. Aber egal. Der hat einen Butler. Und ich meine, der räumt das mal weg. Alfred denkt dran, räumt mal die Werkbank weg, die steht im Weg mit dem Auto nachher vor uns. Schauen wir mal, ob dieser Alfred das so machen würde. Ich finde das sehr schön, dieses auch wieder sehr funktionale hier, der Bathülle. Man sieht, er experimentiert rum, ne? Er werkelt, er baut, er schraubt. Das ist schon das. Passt schon alles gut. Ja. Laut Drehbuch ist das Auto auch erst zur Hälfte fertig, was wir hier sehen. Mhm. Ich finde übrigens, was sie gerade eben gesagt hat, dass er Rennen liebt. Das erinnert mich so an die Eröffnungssequenz von The Dark Knight Returns, in dem er ja Rennfahrer ist. Mhm. Ja, und so mit dem Adrenalin und mit seinem Tod spielt. Also die Vorliebe muss ja da auch vorhanden gewesen sein. Ja. Gut, schauen wir mal weiter hier. Die Nachrichten laufen.
Und Bruce Wayne geht so seine Beobachtungen am Tatort durch. Und jetzt wird dann gleich Alfred auch den Batcave betreten. Was auch interessant ist, ist, dass die Waynes am 31. Oktober ermordet wurden. Mhm. Weil ja das genau 20 Jahre her ist, dass sie ermordet wurden. Na gut, dann Halloween halt auch wieder. Ja. Ja. Der hat auf jeden Fall sehr gute Kameratechnik. Wer Kameras hat oder Überwachungskameras, weil es ist nicht so einfach mit der Software wie bei ihm. Fertig sieht er aus. Ja. Da ist der Motor übrigens. Ja. Und Auftritt Bernd. Man unterstellt mir eine gewisse Ähnlichkeit mit Andy Serkis. Ja, unterstellen. Unterstellen tun wir das nicht. Das ist so. Der Bernd, ihr könnt Bernd gerade nicht sehen, der war beim Friseur. Ich habe abgenommen. Die Ähnlichkeit ist jetzt noch frappierender. Das sieht jetzt noch viel ähnlicher aus. Genau. Ja. So. Mit Alfred bin ich auch noch nicht so ganz. Ja, muss ich sagen. Wollte gerade sagen, was für ein Alfred haben wir denn hier? Den Year One Alfred. Earth One. Ja. Also auf jeden Fall, ich finde das auch, also dafür ist es zu eindeutig. Das sieht 1:1 aus wie aus dem Band. Also mit dem Krückstock noch, das ist halt. Bart. Ne, ja, und voll, auch, also. Auch und auch später, ich habe ihm das Kämpfen beigebracht und so weiter. Das heißt, er hat ihn trainiert. Das ist Earth One. Ich liebe ihn. Ich hätte ihn noch mehr Screentime. Ich wünschte, in The Batman 2 soll Alfred mehr Screentime bekommen. Definitiv. Ich meine, ich habe es verstanden, dass es hier daran gelegen hat, weil Andy Serkis halt leider verpflichtet war, Venom 2 zu inszenieren. aber ich möchte Alfred auf jeden Fall im zweiten Teil mehr sehen. Also, weil Andy Serkis ist großartig in der Rolle, finde ich. Das hat Reeves ja vor. Ja. Hoffen wir es mal. Vielleicht sehen wir schon den Pinguin wieder, oder? Hat er gesagt. Ja, vielleicht. Ja. Rico, du haderst, was Alfred angeht. Woran liegt's? Ich glaube einfach, weil, wie gerade schon gesagt, man hat halt zu wenig Zeit mit Alfred und Batman verbracht bisher. Ich meine, der ist ja im Film 10 Minuten, 5 Minuten oder so, wenn es hochkommt. Ne? Mhm. Und das ist halt so, du hast halt, wie gesagt, das ist halt immer das Problem von so vierten, fünften Neuverfilmungen, dass du halt schon, also du hast halt schon Sachen ganz oft gesehen. Und da musst du dich halt auch, selbst wenn die anders ausgelegt sind, die Rollen, musst du dich halt auch dann trotzdem schon auch ein bisschen irgendwie messen lassen. Und du hast halt auch, und bis jetzt hast du Alfred immer von großartigen Schauspielern gehabt, da ist eigentlich keiner irgendwie runtergefallen irgendwo, da war irgendwie schlecht. Oder sogar bei Snyder, Jeremy Irons war großartig. Michael Caine war bisher der Favorite und dafür hat er halt einfach noch bisher so eine undankbare Rolle, finde ich. Ja, zu wenig. Auch funktioniert auch nur, und funktioniert auch nur, wenn du halt die Vorgeschichte von den beiden weißt. Korrekt. Und das ist für mich so ein bisschen das Problem. Es gibt hier jetzt eine kleine emotionale Auseinandersetzung, in der Bruce Wayne ihn beschimpft, er soll es bitte lassen, er sei nicht sein Vater. Und eine ähnliche Sequenz gab es ja eben auch in den Nolan-Filmen. Und während die da emotional aufgeladen waren, auch für den Zuschauer, ist es hier nur emotional, weil man weiß, wer Alfred ist oder sein soll. Und es gibt noch später dann die emotionale Szene im Krankenhaus, die dann auch bei mir dann in dem Moment verpufft ist, weil ich einfach mit diesem Alfred und seiner Geschichte und auch wie er mit Bruce hier umgeht, was wir jetzt später dann auch sehen, dass das ja nicht so ein klassischer Butler ist, ne? Und nicht so der fürsorgliche jetzt in die väterliche Rolle jetzt hier spielt, dann bei mir zumindest verpufft. Aber ja. Trotzdem gefällt mir dieses moderne Bild von Alfred, dass er nicht jetzt der klassische Butler ist. Mich erinnert er tatsächlich, wenn man es bei Film und Serien sieht, am meisten noch an den Gotham Alfred in der ersten Staffel. Ja, der ist ja natürlich auch so angelegt. Aber der ist doch wirklich, der hat doch wirklich noch so was ganz klassisch Butler-mäßiges, finde ich eher noch. Aber der ist halt auch, er trainiert ihn. Ja, er macht das schon am Anfang. Und er ist halt schon auch eher so der Ruffere, nicht so der liebende Onkel, Opa, Michael Caine-mäßig so, ne? Ja. Das wird auch in der vierten Staffel nochmal, da geht es ja auch nochmal ordentlich mit dem zur Sache. Also dann siehst du auch, dass das schon so in die Richtung geht. Dass der da ein Kämpfer ist, das weiß ich. Das kommt schon vorher schon vor. Ja. Das geht in einer der ersten Staffeln schon, wo der sich so einen Straßenfight liefert, ne? Ich finde nur, der, wo die sich ähneln, ist auf jeden Fall so ein bisschen dieses, Michael Caine hatte, glaube ich, so dieses ganz klassisch väterlich nahe. Der hatte ja eigentlich schon eine Nähe gehabt, wo du sagst, für einen Angestellten, ne? Also, und hier ist das so, hier merkst du so richtig,
Alfred ist ja selber wahrscheinlich jemand, der eine relativ große Distanz zu seinen eigenen Emotionen hat. Also das ist so dieses, wie gehe ich mit dir um? Ne? Wir haben jetzt vielleicht nicht das allerwärmste Verhältnis, wie man sich das jetzt erwarten würde. Das passt ja auch so ein bisschen dazu. Und ich glaube, dass Matt Reeves auch irgendwo gesagt hat, dieses Thema, Alfred hat halt versucht, das zu geben, was er halt geben konnte. Ne? Weil letzten Endes ist er ja auch nicht der Vater, er ist nicht sein Vater, er ist im Prinzip in eine Situation geraten, wo er plötzlich für den Jungen verantwortlich war, ob er das nun wollte oder nicht. Ne? Ja. Er musste sich um den kümmern, hat sozusagen, habe mein Bestes versucht, das weitergeben, was ich weitergeben konnte. Ne? Reeves hat gesagt, er war emotional nicht in der Lage, sein Vater zu sein. Genau. Richtig. Und ich hab ihm das beigebracht, was ich ihm beibringen konnte. Ja. Kämpfen, ja. Sich wehren, so das zu tun. Ne? Und dann, letztendlich ist es ja ein Stück weit auch die Tragik, weil Alfred ja sieht, was daraus geworden ist. Also, dass ich jetzt im Prinzip, ich hab einen Mann großgezogen, der jetzt jeden Abend auf die Straße geht, suizidal schon fast, ne, und im Prinzip eigentlich dem eigentlich egal ist, ob er lebt oder nicht. So, das ist ja hier ein Stück weit die Tragik. Aber klar, auch dafür, da bin ich trotzdem bei Bernd, in dem Augenblick, wo du das jetzt hier siehst, weißt du das noch nicht, weil das, dazu müsstest du den Background kennen. Es fehlt Erklärung. Genau. Das ist eine doppelte Verantwortung, weil was hier so durch die Bank gesagt wird, Alfred hat ja nicht nur Bruce Wayne großgezogen und das versucht irgendwie hinzubekommen, sondern er hat tatsächlich Wayne Enterprise geführt. Weil das kommt hier rüber, er kümmert sich um die Geschäfte, er trifft sich mit dem Buchhalter, weil Bruce das nicht will oder dazu nicht in der Lage ist. Wir haben das nicht wie bei The Dark Knight und Batman Begins, wo es halt diese AG gibt, sondern offensichtlich ist er derjenige, der dieses Unternehmen oder dieses Imperium noch zusammenhält. Dennoch will ich es nochmal betonen, ich glaube, dass diese Figur hier grundsätzlich nicht so angelegt ist. Genau. Also es ist gar nicht notwendig zu wissen, wie der Hintergrund ist, weil der sowieso recht unterkühlt ist. Wir werden es dann im Krankenhaus sehen, dass es sich dreht. Na, und dass zumindest diese Beziehung mindestens einseitig schon sehr aufgeladen ist in einem Vater-Sohn-Verhältnis, aber eben eher von Bruce ausgehend, weil, wie du so schön sagst, Henning, der Alfred das eben auch nicht geben kann. Deswegen, klar, wir wissen die Hintergründe, dass Andy Serkis wahrscheinlich hätte eine viel größere Rolle spielen können, aber der ist ja auch einfach nicht so angelegt. Also ich muss es auch quasi gar nicht zeigen, nur um zu zeigen, dass es unterkühlt ist. Aber damit ist ja der Punkt, und das, was Rico ja sagt, damit hast du natürlich, wenn du es jetzt mit einer Beziehungsdynamik, wie sie zwischen Michael Caine und Christian Bale war, das ist natürlich, der Maßstab passt da natürlich nicht. Und ich glaube, das darf man auch nicht machen. Ne? Ich glaube, da muss man damit sagen, okay, das ist ein anderer Ansatz, das ist eine andere Interpretation. Und dann ist es vielleicht auch nicht das Level an Emotionalität, was ich dort habe. Zumindest nicht ich will es auch gar nicht, will nicht sagen, dass das hier ist nicht emotional. Das ist halt irgendwie, das ist eine andere Form und das ist im Ausdruck halt aber deutlich kühler als das, was mit Michael Caine zum Beispiel dargestellt worden ist. Aber deswegen funktioniert halt später die Emotionalität halt nicht, finde ich. Für den einen nicht, aber für den anderen schon. Das fängt mir interessant an. Meine Partnerin zum Beispiel hat gesagt, weil ich ihr auch gesagt habe, an der Stelle funktioniert es für mich nicht 100%. Sie gesagt, versteht sie gar nicht. Sie hat das total abgeholt. Ja, ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied, nämlich in was für einer Erwartungshaltung gehe ich jetzt an so ein Beziehungskonstrukt, wie mir das gezeigt wird, auch heran. Und ich glaube, was wir hier ja noch sehen, das ist so ein richtiges, Alfred ist hier ein alleinerziehender Vater aus den 80ern. Ja. Also so einer ist das. Also das ist und jetzt ehemaliger nicht, Soldat. Nee, also ich meine das jetzt so von der, das ist so eine Männerrolle quasi. Also, total. Gibt so früher, ich kenne das noch so von Vätern, von Freunden von mir, mit denen konntest du halt, das waren alles so stumpfe Männer irgendwie. Und wenn du aber mit denen auf dem Fußballplatz gestanden hast, haben die plötzlich angefangen zu reden. Weißt aber du, also, nicht über ihre Gefühle. Und, doch schon, aber eben nur so, verdeckt. Ne? Ja, genau, aber eben nicht, aber dann haben die trotzdem nicht zu dir gesagt, die haben sich dir nicht emotional genähert in dem Augenblick, sondern ich habe dann darüber geredet, wie begeistert ich vom Fußball oder so bin oder ne, ich brauchte irgendwelche Vehikel, um über meine Emotionen sprechen zu können, aber nicht im direkten Miteinander. Ne? Genau. So, das ist nicht die Vater-Sohn-Beziehung, wo der Sohn oder der Vater den Sohn in den Arm nimmt und sagt, so, ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Das ist nicht die Beziehung, die wir hier haben. Genau. So.
Und es wird, das finde ich sehr schön, weil du vorhin gesagt hast, er hat ihn zu einem Mann erzogen quasi. Wir werden ja noch so erleben, dass Pattinson ja eher noch, ja gar nicht richtig erwachsen ist. Ne? Also das ist ja eine relativ unreife Persönlichkeit hier, die der so hat. Yeah. Und dass es dann eben im Krankenhaus, dass das dann kippt, dass er dort anfängt nachzureifen, will ich das mal nennen. Und das ja in der Beziehung mit Alfred. Und das finde ich sehr spannend. Ja, ich würde es spannend finden. Ich hätte mal gerne das erste Entwurf gesehen, weil es Fakt ist, die Rolle ist umgeschrieben worden, mehrmals von Reeves, weil er wollte halt unbedingt Andy Serkis haben. Das ist bekannt. Das ist ein großer Freundschaftsdienst gewesen, wegen halt dem Planet der Affen-Film, weil Reeves immer gesagt hatte, ohne Andy Serkis hätte er diese beiden Filme niemals so hinbekommen. Die sind halt dicke Freunde und deswegen sollte er die Rolle unbedingt spielen. Und deswegen wurde die Rolle halt wegen Circus-Verpflichtungen halt angepasst. Ich hätte mal gern gelesen, wie sie anfangs angelegt gewesen im ersten Entwurf. Aber das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Jetzt sagt man ja oft, Alfred hat ja auch oft immer so das Herz des Films. Generell spricht man ja gerne mal bei Filmen davon, dass jemand das Herz des Films ist. Wen seht ihr denn in diesem Film als das Herz des Films? Also so die, gibt's das überhaupt? Ja. Selina? Ja. Weiß ich nicht. Für mich ist es Selina. Ja, für mich auch. Die ist die emotionalste Figur, die wir hier haben, neben dem Riddler. Aber der genau, aber tatsächlich ist es Selina. Okay. Hat der Film überhaupt ein Herz? Dann definiert mir bitte nochmal Herz des Films. Dann fangen wir erstmal so an. Was bedeutet das Herz des Films? Und dann sage ich nochmal. Also schon ein Charakter, der, ich sag mal, wenn alles scheiße ist, wenn die ganze Welt kaputt ist, dann gibt es immer noch so diesen einen Rückzugsort, wo die Welt für jemanden okay ist. Und ihr habt, ich glaube, es war Henning dann auch schon gesagt, es gibt so was Distanziertes, Unterkühltes, und das würde ich fast jeder Figur in diesem Film zuschreiben. Ich hätte fast schon vorher gesagt, der Pinguin ist für mich die emotionalste Figur, weil der auch, sagen wir mal, noch die unterhaltsamste Figur in dem ganzen Szenario ist. Aber das ist es nicht. Bei Catwoman, bei Selina habe ich auch überlegt, aber sie ist ja auch eigentlich eine tragische Figur. Die bringt ja auch sehr viel Ballast mit. Also ist diesen Hafen zum Einfahren, Alfred sein müsste, vielleicht mal war, wie Gerd schon meinte im Drehbuch. Irgendwie gibt es da für mich nichts, kein Anker, an den ich mich da halten kann emotional, der mich nochmal auffängt. Während der gesamte Film sehr düster und melancholisch und tragisch ist, so gibt es für mich da wenig helle Momente anhand von Charakteren. Okay, dann definieren wir das tatsächlich sehr unterschiedlich, merke ich gerade, weil für mich wäre jetzt das, was du gerade gesagt hast, wäre jetzt für mich kein Widerspruch dazu, als emotionaler Ankerpunkt für einen Film zu dienen. Also das muss jetzt für mich keine Figur sein, die, ich sag mal, ohne Ballast daherkommt, weil dann wäre es ja, also mir fallen zig Filme gerade ein, wo ich sagen würde, da geht's auch um tragische Hauptfiguren und trotzdem tragen die den ganzen Film, und ich kann mich, ne, also die Frage ist ja im Endeffekt, welche Figuren gibt es, mit denen ich mitfühlen kann und wo ich emotional andocken kann? Also dazu muss es eine bestimmte, naja, ich will jetzt nicht, Identifikation ist ein sehr großes Wort, aber ich muss zumindest irgendwie eine Figur haben, wo ich das nachempfinden kann. Ne? Ich kann da, wo ich mitfühlen kann und wo ich mitgehen kann. Das würde ich sagen, der Film auf jeden Fall. Also ja, und nach der Definition würde ich sagen, für Batman ist Selina auf jeden Fall dieser Ankerpunkt, also das sehen wir auch immer wieder, dass sie Ambivalenzen in ihm auslöst, sich zu orientieren, quasi eine andere Art von, kein Ausstieg, aber eine andere Art von Gefühlsqualität quasi zu sehen. Und ich finde, die ist der menschlichste Charakter so in diesem ganzen Film. Und mit Bruce kann ich trotzdem auch mitfühlen. Eben. Ich hätte es auch gesagt, ich weiß gar nicht, wieso wir Bruce hier außen vor lassen. Also vor allem, weil ja auch die Figur eine ganz klare Entwicklung durchlebt in dem Film. Und spätestens am Ende, in der letzten Szene, wo auch wieder das Voice-Over kommt, wo ich sage, ganz klar, also da ist so der, ne, da hast du die Reise ja mitgemacht und mit der Figur machst du die Reise hier auch. Und gleichzeitig, in der Figur findet eine Reflexion statt, eine Entwicklung statt. Für mich ganz klar. Und ich kann auch hier fühlen, also ich
jede Szene mit ihm ist ja sowas von klar. Ich kriege jemanden gezeigt, der total verzweifelt ist und irgendwie, ne, nach Erlösung sucht, ne, und nach irgendwie einem Weg sucht, da rauszukommen. Also wie in dem Nirvana-Song letztendlich, darum ging es ja im Nirvana-Song auch. Und eigentlich hier im Prinzip ja eigentlich auch jede Hilfe ablehnt. Also hier auch dieses völlig verzweifelt, ich kann selbst Alfreds Hilfe eigentlich nicht annehmen. Ne? Aber es wird natürlich sehr, es wird sehr wenig konventionell mit den Emotionen gearbeitet, sagen wir es mal so. Also das ist vielleicht in anderen Filmen stärker ausgeprägt. Ne? Also das ist hier vielleicht nicht unbedingt der, hier wird nicht sehr konventionell damit umgegangen in dem Film. Ja, Selina und Bruce funktionieren ja aber auch in dem Moment, wo sie sich begegnen, relativ schnell als Einheit, weil sie bringt ihn ja dazu auch, sich zu reflektieren, zu überdenken, weil er ja immer wieder seine Vorurteile, die er hat, auch ihr gegenüber, überdenken muss und anders auslegen kann, bis er endlich begreift, was sie antreibt und so weiter, wo er auch die Ähnlichkeiten merkt. Ich finde, das ist, also da funktionieren Pattinson und wie heißt die gute Frau? Zoe Kravitz, die funktionieren als Duo da hervorragend, also wie die sich auch gegenseitig, gerade emotional gegenseitig aufladen. Bernd fehlt halt das Thema, was, aber dann sind wir beim Film Noir. Also ja, im Film Noir gibt es nur kaputte Figuren. Eben, das ist genau was Bernd jetzt hier fehlt. Bernd fehlt die eine heile Figur, die vielleicht sonst immer Alfred war, wo man denkt, okay, wenn hier noch eine Figur in Ordnung ist, dann ist es Alfred. Das hast du hier halt letztendlich auch nicht. Hier ist irgendwie jede Figur ist kaputt. Ich wollte gerade auch nochmal auf den Film Noir kommen, weil du hast diese Perspektive einfach und du bist einfach an diesen Figuren dran, die eben nicht konventionell mit ihren Emotionen umgehen, weil sie es nicht können, aus verschiedenen Gründen. Und wie gesagt, da ist eben so Catwoman eigentlich noch so die einzige, die relativ realitätsnah Emotionen verarbeitet. Aber ja, selbstverständlich, du würdest den Film gewissermaßen unglaubwürdig machen, du würdest diese Atmosphäre unterbrechen in dem Sinne. Ansonsten könnte man sagen, James Gordon vielleicht, aber den lernt man hier so nicht kennen von dieser Seite, ne? Wie ist so schön, Philip Marlowe ist ein kaputter Detektiv in einer kaputten Stadt und er ist von allen kaputten Figuren die Figur, die am wenigsten kaputt ist. Aber er ist immer noch kaputt. Und das ist halt der Film Noir. Das ist halt ganz einfach ein Stilmittel. Ja, ich glaube, das trifft es auch. Ich glaube, ich kann mit diesem Genre tatsächlich weniger anfangen, als ich gedacht habe. Weil das für mich so ein bisschen auch hier die Gesamtwertung für den Film, glaube ich, dass das sehr stark mitschwingt, dass das vielleicht eine Darstellung von Batman ist oder seinem Universum ist, mit der ich weniger zurechtkomme. Ja. Okay, machen wir weiter. Kann ich nachvollziehen. Ich hätte sehr gern die Szene mit den Buchhaltern gesehen. Das hat mich schon da gestört, dass es dann da unterbrochen wird. Und ich denke immer wieder drüber nach, das wäre bestimmt auch lustig mal. Also da hätte man es wenigstens ein bisschen aufhellen können. Aber haben die gedreht? Nee, ne? Das stand auch nie im Drehbuch. Im Drehbuch steht es nicht drin. Das Problem ist, das Drehbuch, was wir jetzt haben, was veröffentlicht worden ist, ist ja das überarbeitete Skript. Wir haben ja kein, also das ist quasi das Shooting-Skript überarbeitet und das ist exakt, was im Film zu sehen ist. Das stimmt nicht. Ja. Da sind Szenen drin, die nicht im Film zu sehen sind. Es kommt unter anderem auch Barbara Gordon vor, was nicht im Film der Fall ist. What? Yes. Ich habe sie noch nicht komplett gelesen. Deswegen. Nice. So, was. Seite bitte gleich. Wenn wir dazu kommen, ich blättere mit. Ja. Das ist ja wieder der Junge. Also, das ist, wo Alfred auch klar wird, ne? was ihn da so antreibt. Ja, genau. Und vor allem halt auch. Alfred zeigt hier großes Interesse an den Rätseln. Das wird jetzt dann auch gleich nochmal Thema. Also, wir sehen ja jetzt hier den geschundenen Bruce Wayne, Alex Ross mäßig, was den Rücken angeht, mit Wunden übersät. Und betritt den Wayne Tower, der krass aussieht. Das ist echt etwas krass. Das ist so krass einfach, das Ding. Optisch sieht das auch aus wie eine Höhle. Voll. Sehr gotisch, ne? Ja. Ja, aber auch dieses, okay, wer hat da zuletzt mal aufgeräumt und geputzt? Ey, sieht nicht so aus, wohnlich aus, das Ding. Wie heißt sie? Wer ist die Haushälterin? Harriet. Tante Harriet, ja. Nee, ich meine die hier. Die haben doch hier auch noch eine. Moment, die heißt... Ja, die kommt eh gleich. Aber was ich hier klasse finde, um einfach klarzustellen, ich bin nicht ein Butler, ist einfach, hier stehen ein paar Blaubeeren. Voll. Hier ein paar Beeren, los. Hier ein paar Beeren. Ich bin beschäftigt. So, ne? Sieht man, vor allem, sieht man da schon die Adam West-Büste eigentlich gleich? Ja. Ah ja, bestimmt. Also du meinst, die in der Serie vorkam, ja. Die, genau.
Matt Reeves hat übrigens zugegeben, dass es nicht nur ein Totenkopfschädel ist, sondern dass es auch an die 60er-Jahre-Maske angelehnt ist. Ich habe das von Anfang an gesagt. Das stimmt. Cool, dass du recht hattest. Ja, oder? Endlich mal. Ich kann das nicht so subtil wie du. Ey, aber auch großartig. Also die Szene ist auch super. Dieses Alfred nochmal klar zu zeigen. Also jetzt hat spätestens jeder kapiert irgendwie, okay, er ist nicht der Butler und er ist auch nicht der Buchhalter. Ne, so, er sitzt jetzt hier ran, macht im Prinzip bei der Detektivarbeit mit und dann diese Szene, wo Bruce sich einfach die Sonnenbrille aufsetzt, weil er das Tageslicht im Prinzip nicht aushält, weil er eben Nocturnal Animal ist. So, ne? Also er ist im Prinzip bei Tageslicht, funktioniert er eigentlich faktisch gar nicht. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das Thema schon in der letzten Besprechung hatten. Übrigens, die Dame heißt Dory. Alfred. Wer findet Nemo? Ja, okay. Ja, Story, genau. Erzählt von seiner Zeit beim Circus. Circus, ja. Was ist das? MI6. Das MI6, MI6. Das ist ein. Das ist ein Synonym für den MI6, das Circus. Ja. Hat er da Gerd schon 1000 Mal zitiert. Ja. Ich habe da auch am Anfang nachgeguckt, aber witzigerweise in Slow Horses der Serie wird sogar mal, da sagt Gary Oldman, der die Hauptrolle spielt, redet immer wieder vom Zirkus. Ja, du meinst Alfred? Alfred, ja. Ja, genau. Das ist die Vorgeschichte, nee, Quatsch. Ja, nee, aber wie gesagt, das ist halt so ein Synonym dafür. So ein Okay. Erklärt auch, warum sie es im Deutschen auch als Circus aussprechen. Ja, genau, sie sagen nicht Zirkus, ne? Genau. Ja, und also sie sagen auch nicht Circus wie der Nachname vom Schauspieler. Ja. Jetzt ist gut, weiter. Also das ist doch nicht der Vater von Dick Grayson. Checkt ihr die Rätsel und wie sie sie lösen? Also ist das für euch nachvollziehbar? Jetzt sind sie ja hier gerade am Bildschirm. Das haben wir doch gemacht, Bernd. Blenden Sachen. Ich war da nicht dabei. Bernd war da nicht dabei. Bin ich der Kreuzworträtselmensch. Wie großartig wir das gemacht haben damals. Es hat Spaß gemacht, ne? Ja. Du warst ja auch mal dabei. Ja, aber hier auch so dieses, das gab es auch als in diesen Kinderrätselbüchern, hatte man das immer mit drin. Ich muss jetzt hier verschiedene Symbole, die ersetzen, Buchstaben so. Ja. Also, das macht doch Spaß. Ja. Ja, wir sind jetzt in der Garage. Gordon und Batman betreten die Garage des Bürgermeisters, in dem so ein paar Wägen da sind, weil ja der Hinweis war Drive, was ja fahren bedeutet, aber auch Laufwerk und so. Und ich muss sagen, dass die Silhouette von Pattinson, also beziehungsweise seinem Kostüm als Batman, sehr gut funktioniert. Wie groß ist Pattinson bitte? Da sieht ja tatsächlich. Ich glaube 1,88. Ja. So irgendwas. Ja. Aber der hat auch hohe Stiefel halt da, ne? Ja. Ja, aber 1,88 ist ja ungefähr groß. Ja. Aber das Cape könnte länger sein. Ja. Das Cape sollte bis zum Boden gehen, nach wie vor. Vor allem, wenn es ja, ach ja, da kommt. Aber die Silhouette sieht halt auch hart aus wie bei Year One, ne? Also genau, da gibt es so eine Szene, bei Year One gibt es auch so eine Zeichnung, da sieht es genauso aus. Das ist echt richtig cool. 1,85 ist er groß. Ja, okay. Bisschen größer als ich, 1 Zentimeter. Gut, sie haben jetzt ein Auto gefunden, in dem eine, was ist das, eine Schere, eine Schneid? Eine Geflügelschere, das ist Geflügelschere, ja. Aha, im Reifen steckt. Das ist eine Gartenschere. So, gleich mal rausziehen, Batman. Ganz schlau. Nee, das ist eine Geflügelschere. Und das ist der einzige Gag im Film? Mit dem Thumbdrive? Ja. Ich kannte diesen Begriff gar nicht. Kanntet ihr das? Ja, ganz alter Zeit. Also das ist schon so Anfang der Internet- und Computerzeit, so dieses Thumbdrive. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch benutzt wird. Mich amüsiert hier Gordon sehr. Also dieses wie er quasi immer auf das, was Batman ist, immer so diesen kleinen Schritt voraus und der ist angeekelt und dann am Ende wird es von seinem E-Mail-Account verschickt und so und der denkt, ach du Scheiße, ne? Und es ist groß, also es ist wirklich auch ganz toll gespielt. Also der ist trotzdem ein guter Detective, aber auf der anderen Seite ist er so ein bisschen das Comic Relief. Aber sie ist auch wieder so angewidert, jetzt diesen Daumen. Ja, genau. Genau, das macht er wirklich gut, ja. Und Batman macht halt sein Batman-Ding. Ja, komm. Guck mal, Fotos, und die jetzt da gezeigt werden, die von wo geschossen sind. Rico. Ja, da hätten wir den Film schon beenden können. Nach ja, Minute, aber wir haben es auch alle nicht begriffen, ne? Natürlich nicht. Wir sind auch nicht Batman. Ich bin noch nicht Batman. Das stimmt. Eben. Aber er ja auch noch nicht richtig. Er nennt sich aber schon Batman. Wie sollst du darauf kommen? Das ist mal ganz ehrlich. Das ist also für, das mach ist doch mal, mach doch mal Pause nochmal bitte kurz bei den Bildern. Also ich meine, es ist doch. Jetzt, da hat Rico ja absolut einen Punkt. Ja, also ich meine, du siehst, dass die alle aus demselben Winkel sind. Im Prinzip müsstest du gucken, wo ist das, von wo ist es geschossen worden, jetzt so den ersten Anhaltspunkt, wo du hin musst, ne? Weil du dann könntest du zumindest gucken. Ja, von da wo ist er ja auch, da ist er ja auch. Er beobachtet ja nachher von dem Winkel. Nee, er guckt aber nicht, von wo wurde das Foto geschossen, ne? Ja. Also
das ist nur wirklich, das ist wirklich das einzige Ding. Ich denke, das lernst du in der Polizeiausbildung, lernst du ja. das. Als sonst lernt ihr es hier. Ja. Also dann, genau. Das halte ich zwar für grenzwertig, aber ist okay. Man muss sich nicht immer alles schönreden. Man kann auch Kritik an. Das stimmt, durchaus. Der Film aber ist jetzt großartig. Mal grenzwertig. Also du hast hier Bilder, du hast keinen Anhaltspunkt. Was machst du? Wenn dir fällt auf, das ist alles derselbe Winkel, von dem fotografiert und gefilmt wird, dann guckst du doch dir an, wo ist das? Was wird da beobachtet? Und dann gehst du da hin halt. Und ich meine, der geht zu dem Club, der weiß, wo die Fotos gemacht worden sind. Dann würde ich mich da hinstellen und gucken, alles klar, Winkel. Das ist ein bisschen so, als wenn du nachvollziehen willst, wo saß ein Schütze. Da willst du das Gleiche Eben. Machen. Da willst du gucken, wo kam die ja. Kugel her. Hier willst du sagen, okay, wo saß hier der Fotograf? Und dann hättest du im Prinzip die Riddler-Wohnung schon 3 Tage früher gefunden. Wahrscheinlich nur noch mit ihm drinne. Mit wo ihm er dann drinne. Auch noch ja. Rumläuft in einer anderen und Szene. Vor allem reden wir hier über den größten Detektiv der Welt. Ja, noch nicht, aber Nein, genau. Ja, aber trotzdem. Genau. Ja. Aber das ist ja generell so ein bisschen das Problem von dem Film, dass Batman eigentlich immer nur hinterher rennt. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob das ein Problem ist, aber ja, das hat mich am Anfang auch gestört. Also, wie gesagt, das Problem war jetzt nicht so, dass es mein Problem ist, sondern dass man es halt quasi kritisieren könnte. Durchaus. Dass man eigentlich auch, aber das ist auch noch okay. Ja, wie gesagt, bis auf die Bildergeschichte von Batman im ersten Jahr. Aber später ist eigentlich sowas gesetzt. Eigentlich müsste im nächsten Film irgendeine ähnliche Situation kommen, der löst es direkt. So. Das wär lustig. Und dann geht der Film erst los. So. Gibt es nicht später sogar noch so einen Blick auf das Apartment, was man so aus der Entfernung sieht, bei der Iceberg Lounge? Und da ist nur das Licht an beim Riddler oben? Genau, da hat Matt Reeves auch gesagt, das ist quasi, ich glaube, man sieht so eine Silhouette oder irgendwas. Dass Paul Dano drin sitzt, also er sitzt da tatsächlich auch. So, also hier werden jetzt die E-Mails fleißig verschickt an die Presse und alles also vom Account von Gordon. So, und was sehen wir denn jetzt hier eigentlich? Das ist Mitchell, der mit einer Annika? Mit der Annika. Ach, das ist sie, genau. Also nicht mit seiner eigenen Ehefrau, diese Iceberg Lounge, die wir jetzt hier im Bild sehen, verlässt. Und Batman sich, Einlass gewähren lässt und kommt dann erstmal zu den Matt Damon Twins. Das ist ja cool, wenn das hier, wie heißen die zwei Handlanger? Achso. Das wäre witzig, wenn es ihre russischen Mobnamen wären. Ich meine, der Typ heißt auch der Pinguin, da hätte man das auch schon machen können. Wenn wir es gesehen. Stimmt, sieht echt ein bisschen aus wie Matt Damon. Also Batman, der anklopft, um irgendwo reinzukommen, ist jetzt auch nicht so mein Bild. Ja. Das hätte ich mir jetzt ein bisschen anders erwartet, dass er sich da Zugang verschafft. Aber ist es zu erklären oder passt es in irgendeine Batman-Vision? Ja, das ist dieses, das interessiert mich alles nicht. Also ich mache jetzt hier nicht den dunklen Ritter, sondern ich hole mir das, was ich haben will. Mhm. Also das ist dieses brutale Vengeance-Ding, ohne Rücksicht. Ich gehe den schnellsten Weg. Ne? Rico, geht's in deinem Club auch so ab? Also besonders die Lightshow. Ja. Aber nur wenn die Kaulitz-Brüder da sind. Nur wenn man Elektro ja auch. Ja. Und Elektro. Nur wenn Elektroabend ist. aber trotzdem ist das ist nach wie vor was, da bin ich ein Stück bei Bernd. Also das ist, ja, ich kann jetzt erklären, ne, er ist noch in seiner Anfangszeit und ist es alles egal. Das Problem ist nur, wenn du so vorgehst, dann machst du es nicht lang. Genau, das ist das, was ich meine. Dann ist deine Anfangszeit recht kurz. Deine Anfangszeit Weil das hier ist totaler Wahnsinn. Du bist ohne Deckung, mitten in einem Club, bei Licht. Du warst keine Ahnung, wo da wer ist und die schießen aus allen Richtungen theoretisch auf dich. Das ist nicht schon, nur theoretisch, die treffen ihn ja auch. Also ja, das ist ja dieses, genau, ich meine theoretisch aus allen Richtungen. Er hat jetzt Glück, dass hier im Prinzip nur einer auf ihn schießt. Aber das ist schon eine Szene, wo du denkst, boah, also, ja, und dennoch, finde ich schwierig. Ich will das gar nicht verteidigen, weil ich das auch so, das ist nicht Batman, wie Batman ist, ne, quasi. Und du weißt eben, da kann es auch mal schnell vorbei sein. Aber der erzählt ja nur auch an, wenn er überhaupt mal den Mund aufmacht, dass es ihm eigentlich, dass er keine Lust hat, dass er todesverachtend ist gewissermaßen. Ne? Und das, ich glaube, das war auch in diesem Jugendbuch ein Stück weit so. Das ist im Grunde egal. Ne? Also daher kann man es erklären, ob das jetzt schön ist. Hätte ich in Year One noch gekauft, in Year Two weiß ich nicht. Also das wäre der erste Schritt, das wäre für mich der erste Entwicklungsschritt zu sagen, okay, also wenn du das hier länger machen willst, dann sind so Auftritte wie der hier nicht gerade sinnvoll. Ja, wenn er es länger machen will. Ja, okay, klar, wenn du jetzt immer unter der Prämisse anguckst, er ist im Prinzip todessehnsüchtig, dann okay.
Aber dann darf er sich doch nicht so ein Ziel setzen wie jetzt hier. Er hat ja für sich jetzt eine Mission, geht dahin, ja, möchte was haben und dann gehe ich doch da nicht rein und sage, aber wenn ich da auf dem Weg dorthin sterbe, ist mir auch wurscht. Dann ist mir alles, was danach kommt, ne, nach mir die Sinnflut. Ein bisschen schwierig. Wir hatten es ja vorhin, besonders reif ist er ja nicht. Ne? Also es ist ja auch so diese Idee von, mir kann da auch keiner was anhaben. Bis jetzt hat es ja so noch gar nicht geklappt. Wenn mir irgendwas wehtut davon, dann gehört es halt irgendwie so mit dazu. Also der befindet sich ja selber tatsächlich in so einer Ambivalenz. Ich will das auch gar nicht so schönreden gewissermaßen, weil mir das, weil mir diese Unsterblichkeit insgesamt nicht gut gefällt. Oder die mir nicht gut erklärt wird, sagen wir es mal eben so. Ne? Aber ich kann also mir würde sich das jetzt schon erklären, dass man zwar sagt, ich habe jetzt zwar schon irgendwas vor, aber generell ist mir es eh alles scheißegal. Also das kann ich schon, ja, trotzdem. Ja, ich glaube, wir haben es halt in dem Film, das kommt ja dann später mal, wir haben es in dem Film ein paar Mal zu oft, das ist da, glaube ich, das ist vielleicht das größere Problem. Ja, das meine ich ja, das ist diese Unsterblichkeit, ne? Ja, genau. Ja. Mhm. Schön finde ich hier Batman mit dem Baseballschläger. Ja. A bat with a bat. Mhm. Und jetzt eigentlich Auftritt der besten Figur des Films. Nice one. Oder? Pinguin, ja, großartig. Pinguin, großartig. Also ich muss echt sagen, Colin Farrell, was der, ich meine, das erste, was mir aufgefallen in SWAT, kennt ihr jemand von euch den Film? Mhm. Mhm. Unglaublich schlechter Film. Mhm. Also wirklich. Der ist wirklich schlecht, der ist unglaublich schlecht. Und ja, dann war der mal bei Scrubs dabei und so und der hat es echt geschafft, sich wirklich irgendwie so mit gutem Schauspiel hochzuarbeiten zu echt einer meiner Lieblingsschauspielern. Also ich finde auch, wo Minority auch Report war noch davor, oder? 2000 ja, rum? Ja, der hat auch mal, der hat immer wieder mal Aussetzer gehabt, aber dann auch gerade mit dem hier, mit Guy Ritchie, Gentleman war super. Hier Brücke sehen und super. Sterben. Genau, Brücke sehen und sterben, jetzt auch den neuen hier, der. Ja, der muss auch super sein. Injurien, ja. Super, ja. Film. Und das ist auch so, das ist einfach irgendwie. Na, hier in der Serie hat er True Detective hat er auch gespielt, oder? Da ja, spielt er echt so ein, ja. Ja, das ist auch so eine Guilty Pleasure Season, die zweite. Die hat echt, macht ganz viel Quatschsachen, aber da hat er ein paar Szenen drin, wo ich einfach sage, oh, ich find's echt geil. Ja, richtig, exakt. So. Aber ja, der hat ja davor, aber der hat ja vor SWAT und vor diesen Sachen, ja, schon der ein paar Sachen gehabt, dass ich mit diesen nicht auflegen, hieß der, glaube genau, ich, ne? Ja, der Telefonzelle. Ja, also da waren schon Tiger Land, ja, eben, der hat immer von Schumacher, der ja, Film, also ja, da waren schon. Aber der hat doch mit Al Pacino so einen Kopffilm gedreht. Der Einsatz heißt ja, der, genau. Der, ja, Record, ja, genau. Also und immer wieder, und jetzt, und den als Pinguin dann zu nehmen. Und dann haben wir am Anfang gab es auch mal so Set-Fotos, wo so ein blonder, ja, Typ am Set stand, wisst ihr das noch? Und da dachte ich, und dann kommt das daher um die Ecke und das ist einfach geil. So, ne? Auch wenn man weiß, ja, er ist so ein bisschen an Fredo von der Pate angelehnt und so. Mhm. So dieses schleimige, wieslige, aber dann doch wahrscheinlich ein bisschen berechenbarer. Und es ist schon echt. Und sehr, das zeigt halt einfach, du möchtest den Schauspieler dafür haben, du möchtest nicht den Körper haben für diese Rolle. Genau, ja, und ja, das habe ich ja am Anfang so gescherzt, ja, der sieht ja aus wie dieser eine Bürgermeister aus Chaos City, glaube ich, der zweite, der Schauspieler. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und dann dachte ich, ja, warum nimmt man denn nicht den gleich? Aber klar, du hast halt dann, wie ihr schon sagt, und auch heute geht es halt durch die Prosthetics, dass da halt auch komplett die Emotionen halt auch da bleiben. Ne? Also das ist, wenn man mal gerade vergleicht, ich meine, Danny DeVito, auch cool als Pinguin, aber da war schon deutlich weniger Mimik möglich als jetzt hier mit Colin Farrell. Das sieht ja wirklich aus, als ob das sein Gesicht wäre. So. Ja. Schon, und den hätte auch kein Mensch erkannt. Nee, halt, wir haben den ja nicht erkannt im Trailer. Nee, ich glaube auch, wenn du den nicht wüsstest, dass Farrell ist, erkennst du das nicht. Nee, also wie im Trailer war es ja so, wir waren uns am Anfang gar nicht sicher, wenn ihr euch erinnert, ja, als wir ihn das erste Mal sieht. Und dann wusste, ja, das ist Colin Farrell? Ja. Nee. Ja, genau. Ja, ja. Und auch da, keiner fragt, wo die Bilder aufgenommen wurden. Nicht mal der Pinguin. Das war das Erste, was er eigentlich machen sollte, mal rübergehen und klopfen. Was ein bisschen schade ist bei dem Grading, muss ich sagen, dass ja doch viele Details untergehen. Man hat ja im Making-of und bei vielen Setbildern gesehen, dass ja doch ein bisschen Farbe im Spiel auch war bei den ein oder anderen Sachen. Die gehen hier total unter. Das heißt, das Outfit von Oz, was eigentlich lila ist. Hm. Und sein Bentley auch, ne? Sein Bentley auch, ja. Sein Bentley ist nämlich auch lila und das ist nämlich auch dann, hinterher siehst du es dann erst und du siehst, wie farbenfroh das eigentlich mal gefilmt wurde und dann ist alles so in diesem, aber ja. Jetzt erstes Mal Selina Kyle. Kaugummi-Count. Mit Perücke. Ja. Wissen wir aber noch nicht. Was übrigens Matt Reeves erzählt, was Zoe Kravitz Idee war, ne? Also erstens sie so aussehen zu lassen wie die Catwoman aus Year One und das auch mit den Perücken war quasi ihre Idee. Ja, nee, genau, in Year One hat sie doch aber eine Perücke auch. Das ist doch, das ist aus Year One. Mag ja sein, dass sie es da rausgenommen hat, aber ja, genau, faktisch, ja, ist es das, oder Fakt ist wohl, dass Zoe Kravitz das reingebracht hat. Und auch gleich gesagt hat, hier, ich brauche kurze Haare, damit es funktioniert. Mhm. Schön auch, dass Pinguin Batman als Mr. Vengeance bezeichnet.
Scheint sich rumgesprungen zu haben. Er erzählt es ja auch jeden. Ja, gut, stimmt. Den er haut. Nachdem er ihn zusammengeschlagen hat, genau. Ja, die merken so merkt man sich besser quasi. Ist so die Idee dahinter. Aber dieses Mr. Vengeance ist auch so ein bisschen das Verachtlichende halt, ne? So, guck mal, der Vogel da, Mr. Vengeance. Naja, ja, klar. Wer wohl den Eisbecher kriegt, da ist doch alles geschmolzen dann. Was stellst du den jetzt da ab? Oh, schön, das stimmt. Ein Eisbecher. Schöne Waffel drin. Kirsche obendrauf. Ich glaube nicht, dass da echtes Eis drin ist. Ja, auch nicht. Ja, Pinguin ist auf jeden Fall ein Eisliebhaber. Schön, dass schon mal. Ja, ist ja auch die Eisberg-Lounge. Genau. Ja, ja. Aber Speiseeis auch. Ja, Speiseeis-Lounge. Ja. Ice-Cream-Lounge. Mhm. So. Naja, spielt er schon toll. Also, ja, super. Und pass auf, jetzt sieht man das besonders gut, dass der sein Gesicht so, wenn er sein Gesicht so verzieht, dann sieht das aus, als hätte er einen Schnabel tatsächlich. Ja. Mhm. Das ist so großartig, durch diese Narbe, die er da hat. Das ist also. Ah, hier sieht er kurz aus wie Colin Farrell. Ja, den sieht man, wenn man den Film öfter sieht, sieht man ihn auch mittlerweile. Man weiß, dass er das ist, ja. Ja, genau. Ja. Genau. Habt ihr euch mal das Transformation-Video angeguckt, das es auf YouTube gibt? Ja. Großartig. Ja. Schon cool. Aber dieses leicht Überhebliche, was er dem gibt, ne, so dieses bisschen Hemd, diese Mischung aus so hemdsärmlich, ne, und gleichzeitig so ein irgendwie aufgeblasener Gangsterboss, das ist schon witzig irgendwie. Also für die es gerade nicht sehen, dass Mitchells Frau ja mal eine Anlaufstelle wäre, um nachzufragen, und der Pinguin dann einfach nur was? Ist noch zu früh, um sie zu fragen, weil ne, Trauer. Hier, das ist der Shot auf die Iceberg Lounge, und das müsste eigentlich der Riddler da oben sein, oder? Ja, genau. Der hat Paul Dano richtig reingestellt extra dafür. Ja. So. Ja. Paul Dano hat sich dafür einen reingestellt. Das weiß ich jetzt nicht genau. Mit Klebeband. So, wohin geht denn jetzt die Story? Als nächstes, so Selina verlässt die Iceberg Lounge, ruft sich ein Taxi, was an ihr vorbeifährt, das zweite hält, und dann wird sie von Batman verfolgt, beziehungsweise von Bruce Wayne. Also er hat sich wieder umgezogen und ist mit seinem Drifterbike unterwegs. Das Batman-Bike sieht man nur zum Schluss in der Szene, ne? Mhm. Genau, sie telefoniert jetzt mit Annika, die schon so ihre Problemchen hat und wird gebeten, dass sie doch bitte runterkommen soll. Also gefühlstechnisch. Und dass Selina jetzt gleich zu Hause sein wird. Und dann wechseln wir ja auch dann in eine Perspektive, die wir schon zu Beginn des Films hatten. Und zwar Batman beobachtet Selina. Jetzt kommt geil, die Spiegelung. Jetzt kommt da die Spiegelung. Genau, zum da haben sie mich auch wieder gekriegt. Habe ich nicht gedacht, dass Batman ist. Ja, genau, weil du beim ersten Mal ja auch erst denkst, es ist Batman, dann ist der Riddler. Jetzt denkst du natürlich, es ist der Riddler. Ich lass mich doch von dir nicht veralbern, genau, Matt Reeves. Richtig. Genau, richtig. Okay, jetzt ist es Batman. Der einzige Unterschied ist, dass das Fernglas weniger technisch ist wie das vom Riddler. Das vom Riddler hat mehr Anzeigen unten drin. Nee, und dann sieht man es ja auch quasi so an den Augen. Das ist ja sofort, genau, aber... Ja, genau. Und du siehst ja vorher auch, dass er sie verfolgt. Ne? Theoretisch kannst du jetzt noch denken, wird sie vom Riddler auch schon beobachtet? So, das war, ist ja so hier ein bisschen angedeutet. Und dann siehst du hier, er ist es selber. Und auch hier war es ja, ne, sie wird jetzt gleich dieses typische Year One Outfit anziehen. Auch das ist wohl auf dem Mist von Zoe Kravitz gewachsen. Also Annika hat jetzt gemerkt, dass ihr Foto, wie sie mit Mitchell zusammen aus der Iceberg Lounge raus ist, in den Nachrichten gezeigt wird. Sieht entsprechend ihr Leben bedroht dadurch. Genau, und wir verfolgen jetzt hier Bruce Wayne, der hier mit Fernglas einer Dame beim Umziehen zuguckt, bemerkt, dass sie ein paar Katzen in der Wohnung hat. Und guckt dann nochmal genauer hin. Schon Peeping Tom hier. Und sie kann so ein Kostüm recht schnell anziehen. Das fand ich mal gut zu sehen, dass man tatsächlich in so einen Suit schnell reinkommt. Wahrscheinlich. Naja, Zoe Kravitz ist auch Model, ne? Ja. Die wissen, wie man sich umzieht. Genau. Schnell, ja. Schupp, schupp. Ah, die kurzen Haare, die passen schon gut dazu. Das ist echt sofort dieser Year One Look. Auch Batman hier, Arkham. Und jetzt kommt quasi meine fast schon Lieblingsszene, wie sie sich da vom Dach schwingt. Ja, das mega. Ist mega einfach. Und es sieht aus wie ein Mensch. Also. Total, das ist mega einfach. Das ist so grazil, das ist Wahnsinn. Wie eine Katze. Ja. Ja, na eben. Ja. Genau, sie fährt auch mit dem Motorrad raus. Und sie bei Regen Motorrad fahren, ey, die Psychos.
Ja, die wollen halt beide, eben, die suchen ja beide den Tod. Und Gotham liegt ja, wie wir wissen, in einer Schlechtwetterzone. Also, wollte ich gerade nochmal sagen, das wird hier nicht thematisiert, ne, das Thema mit der Schlechtwetterzone. Ja, ja. Schade eigentlich. Ja, man sieht's ja. Ja, ich meine, kann ja auch mal, ne, Klimakrise. Ich denke, das ist auch ja sowieso ein Kommentar auf. Und auch das jetzt, ey, boah, dieses Absehen mit einem Arm, wirklich, das ist einfach, das sieht einfach richtig gut aus. Genau, Catwoman ist jetzt am Tatort, seilt sich hier gerade ab, im Safe, was wollte sie holen? Den Ausweis von Annika, ne? Den Mitchell genau, abgenommen hatte. Ja, genau. Ich weiß natürlich, wo der Safe ist. Ja, also, sorry. Catwoman. Ja, jetzt gut. Ihre Apparaturen, versucht den Safe zu öffnen. Ja, ist gut ausgerüstet auf jeden Fall. Macht sich das erste Mal, das sieht man schon mal. Ja. Das wirkt auch weniger es wirkt auf jeden Fall authentischer wie bei hier Rises. Ja, genau. Ja, wenn sie da mit ihrer komischen Brille da rumwackelt. Genau, hier die Katzenkette. Ja, super. Mhm. So, und jetzt wird sie von Batman überrascht. Und ich finde, das war, was ich echt überraschend fand. Vor allem jetzt im Vergleich zu ihr, wie bullig der Suit wirkt. Mhm. Ja, die ist auch nur 1,57 groß. Ja, aber trotzdem, aber auch generell wirkt aber da ist es halt im Spiel mit ihr halt zusammen, oder wenn das ja gleich dann so packt von hinten. Ja. Und aber die Energie, die sie hat, das ist halt großartig. Also auch dieses fackelt auch nicht lang. Sie greift noch direkt an. Ne? Hab das, glaube ich, damals schon gesagt, das muss sie auch, sie ist die kleinere. Also wenn sie nicht angreift, kriegt sie halt früher oder später halt eine. Ne? Ja, gut, sie hätte jetzt auch versuchen können zu fliehen, ne? Ja, also, aber das wahrscheinlich merkt sie. Aber genau. Natürlich bringt ihr aber auch nichts. Sie hat das Zeug noch nicht, weshalb sie da hingekommen ist. Ne? Das heißt, sie kann das die Situation einfach abhauen. So. Man muss sagen, ihre Maske ist natürlich noch weniger sinnvoll als die von Batman. Die bedeckt ja wirklich gar nichts. Und das finde ich eine super Szene. Ja, also er hält sie jetzt gerade, er hat ihr den Mund zu. Es kommt, glaube ich, jetzt ein Officer rein, um zu gucken, was da drin los ist, ob er was gehört hat. Wie die sich aufeinander, ab einem bestimmten Punkt, wo dann die Musik auch so einsetzt und wie die dann sich beide entspannen in dem Moment. Mhm. Die Atmung auch, ne? Großartig gemacht, ja. Und wie die sich synchronisieren. Ja. Die musst du erstmal können. Die sind befreundet, die beiden, ne? Die Pattinson und Kravitz. Ja. Aber ja, das ist schon abgefahren. Auch jetzt hier in der Kampfszene zuvor, das Cape von Batman kam da recht gut zum Einsatz. Also es hat funktioniert, ohne dass es aus dem Computer kommt. Und war auch sehr schön, das hat der Reed Reeves auch gesagt, sie greift ihn ja unten an den Beinen an. Sie versucht ihn ja quasi von den Beinen zu holen. Da hat er darauf bestanden, dass sie eine Art Kampfstil findet, der halt auch an eine Katze erinnert, dass er so eher nach unten in ihre Angriffen geht, als versucht ihn jetzt zu schlagen oder so ähnlich. Hoch muss halt auch springen. So, wir sehen jetzt zwei Motorräder. Ist das Catwoman und Batman? Ja. Die fahren jetzt wieder zurück. Er hat den Pass ja wieder ausgehändigt. Man hat ihn jetzt gar nicht wirklich fahren sehen, ne? Ob das mit dem Cape funktioniert und so. Hat man das Schöne ist auch, dass man dann immer, wenn die irgendwo langfahren oder so, man einfach nochmal sieht, was das für eine verdreckte Stadt ist. Ja. Einfach, das kriegt man einfach so auf so einer Subebene quasi immer in den Kopf reingedrückt. Beiläufig halt, ne? Ja, aber generell ist alles schmutzig. Guckt euch hier jetzt die Fenster da ist vom Departement. Da ist keine, selbst bei den Männern, da ist nichts, das ist nichts sauber. Ja. Genau, es ist nichts aber schön. Deswegen ist auch so eine Reinigung so wichtig. Selbst der Club sieht abgeranzt aus. Also, ja gut. Die Bude vom Bürgermeister war sauber, aber die war trotzdem sehr unangenehm. Was hast du gerade? Die meisten Clubs sehen vor allem. Ja, aber nicht da, wo die High Society verkehrt. Das stimmt. Das weißt du nicht. Du warst da noch nicht. Also Gotham auf jeden Fall nicht. Das ist der High Society egal. So, Annika ist inzwischen aus dem Apartment von Selina verschwunden. Und jetzt kommt die verstörende. Oh, da guck mal, das ist. Seht ihr das auch auf Deutsch jetzt gerade? Eingedeutscht, ja, genau. Die Texte sind eingedeutscht, ja. Ah, okay. Das ist tatsächlich bei der iTunes-Version nicht. Das hier ist ja die Amazon-Version. Ja, das ist ein deutsches Bildmaster. Ja. Mit deutschen Untertiteln. Ja. Das ist nicht schlecht. War im Kino ja auch schon so in der deutschen Version. Ja. Genau, und jetzt sehen wir hier verstörende Bilder, die der Riddler im 9:16 Format mit dem Handy aufgenommen hat. Oder von Zack Snyder. Ja, oder von Joss Whedon. Mein Lieblingsformat. Ja. Aber dann der Bart abgeklebt. Sehr gut. Genau, und wer ist das jetzt hier in dieser Falle mit den Ratten Savage. Drin? Savage. Das ist Savage. Also wirklich der Bart abgeklebt. Ja. Tatsächlich. Stimmt, ach ja, hier steht es ja auf der Pete. Mhm, Pete. Mit der Riddler-Brille haben wir schon gesagt, ne?
Das ist die gleiche Brille wie die von Jim Carrey. Oder eine ähnliche zumindest. Aus Batman Forever. Forever, ja. So, hier wird nochmal klar gemacht, dass es noch einen Club im Club gibt. Genau, und dass Savage da auch gesehen wird. Also hier wird langsam so ein bisschen klar, okay, wen greift sich Riddler hier? Die aufrechten Bürger. Ja, genau. Das meine ich. Und hier merkt man auch so ein bisschen nochmal die Anfänge von Batman wieder, ne? Dieses, er weiß nicht, dass da noch ein anderer Club ist. Also so ein bisschen, er ist noch so ein bisschen unbedarft, ne? Also er hat die Strukturen noch, er hat die Strukturen noch nicht so richtig klar, wie es läuft. Ja. Vor allem, er sollte ja eigentlich der Zutritt zu dem Club haben, ne? Als reichster Mann Gothams. Ja, weil der, das, aber der das nicht wird ja gar nicht genutzt. Genau, also, das wird ja nicht genutzt. Das schnell ja, eben, genau. Das will er ja nicht, genau, ja. Eben. Genau, also, dass er sofort drauf geht und sagt, du musst mir jetzt hier helfen. Ne? Also, das ist ganz klar. Ja, sie trinken Milch. Hier, dieser Streuner-Sketch war auch ihre Idee. Dass ein Herz für Streuner hat? Ja, finde ich auch doof irgendwie. Ich mag den Gag. Der Gag ist lustig, aber er ist irgendwie, ich finde ihn deplatziert. Na gut, sie sagte, dass er auch ihn, vielleicht für ihn Herz hat irgendwie. Ja, na klar. Jetzt gucken wir uns Savage an, oder? Ja. Ich bin da drauf. Das nehmen wir jetzt noch mit, genau. Also wir sind, was ist das? Ist das hier ein, wie nennt sich das? Das Leichenschauhaus, oder? Leichenschauhaus, genau. Ja. Und hier werden dann auch nochmal die Fallen vom Riddler gezeigt, in dem dann auch noch mal eine Botschaft für Batman wartet oder am Batman wartet. Erinnert schon sehr an Saw, ne? Das hatten wir doch damals gesagt, dass wir uns das gut vorstellen könnten, was wir für einen Matt Reeves Batman-Film uns also gut finden würden, dass der so ein bisschen Saw-mäßig ist. Saw, das könnte auch auf 7 diese Szene sein. Also hier merkt man wirklich, dass diese Einflüsse da total drin sind. Das ist auch spannend, dass Gordon... Das finde ich jetzt auch bei dem Dialog nochmal interessant. Gordon ist auch noch nicht so abgeklärt, ne? Also der wirkt immer noch so ein bisschen, der ist wirklich angewidert davon und denkt sich so, ne, wie kann man das machen? Also das finde ich auch noch spannend. So, die sind ja beide noch so ein bisschen in den Anfängen, ne? Auch Gordon, das scheint ja jetzt hier auch neue Qualität für Gordon zu sein, die er hier sieht. Ja. Haben wir, oder wissen wir, warum die Drogen, warum die eine erfundene Droge da genommen haben? Hat es eine Jugendschutz? Ja, tatsächlich. Es soll in Amerika, wenn du in einem nicht realistischen Film oder nicht in der Dokumentation, sollen Drogen möglichst halt nicht dargestellt werden. Also musst du sie umschreiben. Deswegen kommt es dieses Drops. Das wird das Rating in Amerika sofort erhöhen. In einem Fantasy-Film. Also innerhalb von einem realistisch dargestellten, auf wahren True-Crime-Sachen ist es erlaubt. Innerhalb einer Doku ist es erlaubt, aber in so einem Film soll man es möglichst vermeiden, es wird das Rating erhöhen. Deswegen wird es umschrieben. Wahrscheinlich, weil es als Bewerbung oder als in die Richtung gesehen wird. So, wie gesagt, hier wartet jetzt in dem Käfig das nächste Rätsel oder die Nachricht an Batman. Ich finde bei Gordon auch gut, dass er ist im Grunde trotzdem irgendwie der Moralischere. Ne? Mhm. Also der sagt dann irgendwann so, bei ihm klingt es so, als hätte er es verdient. Und Batman sagt dann, ja, da war halt ein Kopf und hat eine Grenze übertreten. Mhm. Also dieses typische Schwarz-Weiß-Denken, ne? Also es gibt quasi nur, entweder man macht Sachen richtig oder man macht sie falsch. Es gibt quasi keine Grauzone. Das ist ja für den Batman besonders. Und ich wollte mal sagen, ich mag Officer Martinez. Also ist einer meiner Lieblingsnebenfiguren. Immer wenn er auftaucht, ich liebe diesen Mann. Das könnte der Halbbruder von, wie heißt der? Oscar Isaac sein. Ja, so ein bisschen. Aber ich mag seine Auftritte so generell in dem Film. Also die haben alle immer so ein bisschen so eine Art Comic-Relief. Also wisst ihr, was ich meine? Hier so ein bisschen Herz des Films. So lockert so manchmal so ein bisschen auf. Und der wird immer weiter hier mit reingezogen. Ne? Am Anfang war er noch derjenige, der gesagt hat, hier, du kommst hier nicht rein, jetzt muss er hier schon Wache stehen, Gordon zu schützen, und dann später steht er dann auch noch mit Batman zusammen am nicht Tatort, sondern am beim Riddler. Unterschlupf. Ja. Genau. Aber Martinez finde ich hier wirklich eine interessante Figur, weil man ja am Anfang denkt, dieser ganze Polizeiapparat ist so korrupt, ne? Und die ganzen Polizisten, die da stehen, die mögen Batman nicht nur, weil er in ihre Arbeit reinpfuscht, sondern irgendwie, weil die halt mit dazugehören, ne? Das sieht man dann ja an diesem Kenzie. Und hier hast es. Und bei Martinez merkst du, nee, das ist ein aufrechter Kopf, der auch will, dass Polizeiarbeit richtig gemacht wird, gewissermaßen. Und deswegen mag er dann quasi Batman nicht. Das ist schon eine spannende Figur, die tatsächlich wirklich so ein bisschen Ernst des Films, also die so die uns normale Menschen mitnimmt.
Wie oft ich den Film gesehen habe, ich finde diese von der Darstellung her, ist beim ersten Mal gar nicht so aufgefallen, aber ich finde den einfach, der ist irgendwie sympathisch, er lockert es ein bisschen auf und die Rolle ergibt auch irgendwie Sinn und ich denke immer so, und ja, und im zweiten wird dann Gordon, wird dann Commissioner und dann wird das sein Assistent hier, also. Und wird schon ein Bullock genannt. Bullock Martinez, ja, genau. Ich so, angehen. Mit einem schönen Cliffhanger können wir nämlich jetzt auch hier die Besprechung mal pausieren. Jetzt wäre nämlich der Zeitpunkt ursprünglich geplant. Und auch hier, Gerd, da ist dann nämlich hier auch dann die Abweichung. Kommt die erste Joker-Szene, in der Batman erstmalig den Joker im Arkham Asylum besuchen würde. Aber darüber sprechen wir dann das nächste Mal. Dann eben auch über die Darstellung des Jokers, die uns eventuell auch in Part 2 oder in Part 3 erwarten könnte, wie dem auch sei. Wir haben jetzt 44 Minuten geschafft, nicht ganz die Stunde, die wir uns vorgenommen haben, aber ich glaube, wir haben auch viel über die Charaktere an sich gesprochen und das dürfte dann beim nächsten Mal dann gar nicht mehr das große Gewicht haben in der Besprechung. Und ja, ich muss sagen, es hat jetzt schon wieder sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auch schon jetzt auf den nächsten Teil, wenn wir uns die zweite Stunde dann des Films betrachten. Von meiner Seite aus mal wieder vielen Dank an die Hörer fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal mit dabei und natürlich auch vielen Dank hier in die Runde und hoffe auch, dass ihr dann wieder mit dabei seid, wenn wir über The Batman Revisit Teil 2 sprechen. Bis dahin, danke, ciao, servus und wie immer, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Und macht's gut. Batman News Batcast ist ein Podcast-Projekt von Fans für Fans. Batmannews.de und der Batcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. Oder DC Comics.